Die Grillsaison hat begonnen und wir alle stellen uns die Frage, was begleitet fleischige oder auch vegetarische Köstlichkeiten vom Rost am besten? Wir klären es heute beim großen Test der ultimativen Barbecue-Soße. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Löffel, Messer, Gabel. Heute mal wieder nicht alleine im Studio mit nur mir und meinem Schatten, sondern mit einem wunderbaren Gast, den wir hier noch gar nicht begrüßen durften. Marc Tüfs, du hast es geschafft, mit mir heute diese anderthalb Stunden der kulinarischen Hochkultur genießen zu dürfen. Mit viel Bettelei. Ja, mit viel Bettelei. Nein, Marc, ganz kurz für Leute, die ich nicht kenne. Du bist natürlich ein altgedienter Freund des Hauses. Also Rocket Beans, du bist immer gerne mal hier, bist mal hinter, auch mal vor der Kamera. Aber woher könnte man dich denn vielleicht kennen, so im Rocket Beans Kosmos, wenn man jetzt zum ersten Mal Löffel, Messer, Gabel einschaltet, weil man sagt, oh, Barbecue-Soßen-Test. Das habe ich mir doch ergoogelt und bin bei Löffel, Messer, Gabel gelandet. Also ich glaube, am meisten wahrscheinlich von den alten Folgen von vom Plauschangriff mit Gregor zusammen. Dann natürlich die ganz alten Game-One-Folgen, die noch damals, ich glaube, ab Folge 35 oder so habe ich da mitgemacht. Dann später habe ich dann für Reload gearbeitet, die ja auch hier im Haus produziert worden sind. Und für das Red Bull-Format Play, wo Uke Bosse der Moderator war, da hat Schröck mitgearbeitet. Gregor war Chefredakteur. Und ansonsten immer mal so zum Reinkommen. Letztes Mal habe ich beim Nerdquiz mitgemacht. Und ja. Ja, also man kann dich kennen, falls ihr ihn wiedererkannt habt. Schön, dass du da bist. Du fühlst dich hier gleich wohl. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Denn uns eint ja neben einer gewissen Passion, zum Beispiel fürs Pinball-Spielen, auch, und da kommst du jetzt als Experte ins Spiel, die Liebe zu Soßen, im speziellen Barbecue-Soßen. Ja, man muss wirklich mal sagen, du bist ja ein Grill-Nerd, oder? Das meine ich nicht despektierlich. In dieser Sendung ist das alles. Also ich glaube, es gibt es gerade in Deutschland relativ viel mehr. Also wenn man da im Grillsportverein, wo man ja immer mal ein bisschen so querliest und so, dann so rumguckt, da gibt es natürlich deutlich. Nicht, dass man da querliest. Hardcore-Experten und sowas alles. Also ich grill gerne. Ich habe jetzt auch dieses Jahr noch nicht so viel gegrillt wie die Jahre davor, aber sonst immer ganzjährig ist der Grill dann an, ob das nun zum Super Bowl ist oder Winter, Silvester, Weihnachten, der Grill läuft irgendwie die ganze Zeit. Und ansonsten bin ich aber auch sehr, sehr affin für Kochen und so. Und du hast ja leider noch nicht gesehen, weil du noch, doch, das letzte Mal, als du bei mir warst, war es aber noch nicht so weit. Aber dass dann irgendwie an Küchentechnik so viel rumsteht, das freut mich mal fragen, wo ich überhaupt irgendwas schnippel, weil halt da wirklich vom Pizzaofen bis alles irgendwie Küche ist vollgestellt. Also. Herrlich. Ja, also man merkt, du hast eine große Liebe dazu und die hast du auch schon kundgetan. Ich habe nämlich mal auch vor Jahren nach einer Barbecue-Soße gesucht und hast unter anderem du dich in Stellung gebracht und mir Empfehlungen gegeben, die auch beide sehr, sehr gut waren. Ich habe mich damals durchprobiert, habe aber immer schon damals gedacht, okay, wenn ich mal eine Barbecue-Soßen-Testsendung LMG mache, dann musst du natürlich dabei sein. Deswegen bist du heute hier. Wie sieht es sonst einmal ganz allgemein gesprochen aus? Ja, Grillsoßen gibt es natürlich wie Sand am Meer. Schaschlik, Knoblauch, also weiß der Teufel. Ist ein Riesending, aber ich glaube, das größte Ding in diesem Segment, zumindest mein subjektiver Eindruck, ist dann tatsächlich die Barbecue-Soße. Ne? Das ist, da gibt es ja 100.000 Millionen Geschichten. Ist das für dich so der wichtigste Begleiter, wenn du grillst? Komischerweise eigentlich nicht. Das kam wirklich. Okay, erst, schauen wir. Nein, alles gut. Es kam wirklich so mit den letzten Jahren. Ich glaube auch, das ist von der Wahrnehmung so ein bisschen, weil wenn du jetzt in den Markt gehst, es gibt halt eine große Auswahl, aber genauso gibt es auch eine große Auswahl an Ketchup. Senf ist halt für uns jetzt nicht so greifbar, gibt es auch Millionen verschiedene Varianten mit Zusätzen und so. Barbecue ist natürlich auch ein bisschen so deutschen Grillen einfach gerne. Und dann haust du da ein bisschen was drauf und das ist natürlich, wenn du dann auch aus den USA mal was dazu hast und so, das ist schon ganz schön. Aber ja, also ich denke auch, dass da der Markt am schnellsten gewachsen ist in den letzten Jahren. Wie würden wir denn jetzt am besten, wir haben sehr viel Soßen, wir werden uns richtig beeilen hier, die geilsten rauszukriegen. Wir haben jetzt hier ein bisschen was würstchentechnisch, wir haben Brot. Wie würdest du als Experte, der du ja bist, weil ich es nicht bin, Spaß beiseite. Wie wollen wir es verkosten? Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Pur-Dipper, so dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie in welche Richtung die Reise geht. Das ist wirklich eigentlich auch am besten, weil wir haben jetzt natürlich Würstchen sind gewürzt, so das Pulled Pork ist gewürzt und alles ist gewürzt. Das Einzige, was wir als Neutrales da haben, und das würde ich auch immer, es gibt ja diesen Begriff Palate Cleanser oder Palate Cleaner, dass du zwischendurch, damit du die Soße überhaupt schmecken kannst, dann noch mal irgendwie neutralisierst. Manche machen das dann mit Zitrone und so. Wasser ist natürlich ganz gut, Brot ist auch sehr gut dazu. Deswegen, vielleicht sollten wir gucken, dass wir es nicht zu sehr die Soße. Ich sehe schon, du hast da irgendwie extrem Speichelfluss gerade. Ich bin sehr hungrig, wie üblich, gekommen. Und das hier hat Marc, das hast du mitgebracht, Pulled Pork nach eigener
Manufaktur sozusagen. Ja, im Smoker irgendwie bei mir. Ich habe mir irgendwann im Anfall von Wahnsinn mal ein großes Smoker geholt. Und der ist leider so groß, dass du da, glaube ich, eine Herde Schweine reinjagen kannst, auch gleich so mit Apfelmund und Barbecue-Sauce bestreichen. Und das ist noch übrig vom Barbecue an Ostern. Da Wirt war da, Chiara war da und da haben wir irgendwie gegrillt und was getrunken und so. Und das habe ich dann eingefroren danach. Deswegen, also du hast ja schon gescherzt, ob ich das irgendwie vielleicht im Discounter gekauft habe, neu vakuumiert und damit es ein bisschen fancy aussieht und so. Nee, das ist wirklich noch von da übrig. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht optimal, aber wir können es ja in der Mikrowelle ein bisschen warm machen und dann haben wir damit was. Das ist schön, wenn die Mikrowelle es dann verhunzt. Ne? Nee, wir wollen es ja nicht austrocknen und trocken, lassen. Ja, genau, gucken wir mal. So, ich würde sagen, wir starten einfach. Wir gehen nach der Reihenfolge der Produkte. Du wirst hoffentlich vielleicht einige davon kennen. Wir haben ja wieder einen wilden Mix. Also es sind, ich sehe Firmen wie Tomi, Kühne, Edeka, Eigenmarkensoßen. Aber es sind, glaube ich, auch so etwas speziellere oder fanciere dabei. Was ist deine Lieblingssoße? Oder ist die dabei? Ja, ja, das sind auch die, die ich dir empfohlen habe damals, sind natürlich dabei. Okay. Deswegen, ich hatte auch überlegt, ob sich das lohnt, so einen Blindtest zu machen und dann nachher einfach richtig peinlich vor der Kamera zu versagen, dass man denkt, so, das ist meine Lieblingssoße, dann hast du auf einmal dann eine Preiswerte, sag ich mal so. Und vom Preissegment her werden wir es auch sehen, dass natürlich die Sachen, die hier verfügbar sind, die Klassiker halt, sind natürlich ein bisschen günstiger als die, die jetzt aus den USA kommen, importiert worden sind und so weiter und so fort. Jetzt kommt aber, bevor wir nachher Prügel kriegen, wollte ich einmal ganz kurz sagen, weil ich die Liste ja auch schon gesehen habe, dass wir eine der ganz großen Klassiker nicht dabei haben. Und ich habe auch gar nicht dran gedacht. Und zwar ist die von Develey, ist das. Die von Develey. Ist denn die von Develey? Das ist die McDonald's Barbecue. Das ist die Original aus den Töpfchen, ne? Ja. Jetzt muss man aber sagen, die Frage hätte ich dir sowieso gestellt. Ich mache hier schon mal kurz die Pfanne heiß. Das sind halt die Hersteller, die McDonald's beliefern, wenn man das jetzt irgendwie so sagen kann. Und das kannst du, das habe ich auch schon. Achso, und die kannst du halt ganz normal im Supermarkt kaufen. Und da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ja auch eine von denen ist, die halt, sag ich mal, zu den normaleren bei uns gehören. Jetzt und das ist ja dieser klassische Barbecue-Geschmack. Das war, glaube ich, die erste Barbecue-Soße, die fast alle als Kind die Chicken Nuggets-Töpfchensoße, ne? Genau. Aber jetzt ist die Frage, weil das ist genau, aber die McRib-Soße ist ja nicht dieselbe, das ist ja eine andere. Und während ich zum Beispiel die McRib-Soße köstlich finde, richtig lecker, bin ich mit der Töpfchen-Barbecue-Soße nie so warm geworden, weil ich auch nicht finde, dass sie. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, die Barbecue-Soße aus dem Töpfchen hat einen sehr, sehr speziellen Geschmack, auch einen sehr extremen, wo ich mich immer gewundert habe, dass die sozusagen als eine Firma, die immer versucht, logischerweise in die Breite zu gehen, die möglichst viele Geschmäcker abdecken wollen, dass sie in dem Bereich mit so einem Extrem kommen. Weil das hat für mich jahrelang das Thema Barbecue-Soßen super unattraktiv gemacht, bis ich später dann mal andere probiert habe und dachte, ach, die sind ja eigentlich richtig lecker. Und ich bin heute noch nicht so richtig scharf auf die von McDonald's. Wie schätzt du die ein? Also ich, wie gesagt, das ist für mich so der Klassiker, wenn man auch über verschiedene Sachen denkt, wie erster Ketchup, erstes Kindereis, so Milli-Milli oder so irgendwas. Du hast immer einen bestimmten Geschmack immer, der dich an deine Sachen erinnert, so an deine Kindheit erinnert. Und ich glaube, das spielt da eine große Rolle, was du gerade gesagt hast, zu diesen extremen Ausrichtungen. Ich glaube, das kommt daher wirklich, um die Soßen voneinander sehr stark zu differenzieren, dass sie nicht zugleich sind. Big Mac-Soße ist halt eine ganz typische Charakteristika. Du hast dann irgendwie Süß-Sauer-Soße, die du aus 10.000 Rücken wiedererkennen würdest. Ja. Aber weil die auch einen bestimmten Geschmack hat, und natürlich, wenn ich jetzt andere Sachen. Ich will jetzt mal nicht sagen, dass das Fleisch hat vielleicht nicht so einen hohen Eigengeschmack oder so, aber dadurch kannst du es natürlich so ein bisschen kontern und dem so eine eigene Note geben, halt durch extrem starke Soßen. Also ist für dich auch tatsächlich so die Devil-Eye-Soße, die wir jetzt heute hier eben nicht haben, die nimmst du dann gerne mal. Also ab und zu, wenn ich da. Nee. Das ist so quick and dirty. Ach, die isst du auch schon nicht mehr. Okay. Also da ist die Kindheit dann nicht stärker als die Evolution sozusagen. Wir gucken mal einmal hier rein, was wir haben. Wir haben reichliche nämlich aufgebahrt. Wir nehmen jetzt einfach eine nach der anderen raus und starten jetzt, würde ich sagen, mit der Tomi Barbecue Soße. Mich wurde immer dafür belächelt über Jahre, dass ich immer Soße sage. Ich bemühe mich aber tatsächlich, das S schärfer auszusprechen. Bei den Simpsons wärst du jetzt verkloppt worden dafür, ne? Ah, nee, Soupé war das. Nicht Soße. Ich bin ein Gelehrter. Gelernter heißt es. So, wo haben wir sie denn? Wo ist die Tomi? Tomi, 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 Tomi. Hä? Hast du sie schon gesehen? Bin ich hier der Ochs vom Berg? Der die Tomi-Soße nicht? Ach, da ist sie ja. Die haben sich ja auch Mühe gegeben. Hm. Es gibt ja sogar Hollandaise bei denen aus dem Gläschen. Sonst immer nur aus den Tetra-Packs. Die machen jetzt auch so einen auf fancy. In so bestimmten Glasflaschen, die man so nicht kennt. Mit so einem neuen Design. Nachhaltigkeit, ne? Ja. Mit Brandy-Note. Ja, was heißt, also auf jeden Fall irgendwie, wir müssen dieses Hipster Handgemachte weg von der Großproduktion, die du überall bekommst und was auch schäbig aussieht. Wir müssen irgendwie in so eine Richtung gehen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Kennst du diese Soße?
Nein. Okay, gut. Dann würde ich sagen, der Ökonomie halber teilen wir uns ein Töpfchen fürs. Oh, wir haben genug Töpfchen. Komm. Sicher? Oder? Teilen wir uns ein Töpfchen und starten einfach mal ein. Ja. Also du kennst sie nicht, ich kenn sie auch nicht. Also ich habe die bestimmt mal irgendwo beim Grillen bei anderen Leuten mal. Hm? Also riecht für mich auf jeden Fall typisch nach Barbecue-Soße erstmal. Aber du, okay. Es hat dieses leicht säuerliche, die Hasennarre zwirbeln. Oh, sie ist aber sehr leicht kippbar. Ups. Das ist, glaube ich, auch eine der, also wenn man irgendwie nach Sensorik geht, so, ne? Wie nimmt man die jetzt wahr? Wir haben ihm schon dran gerochen, so, dann wird man halt nochmal sich genau das angucken, was jetzt außen. Also ich finde, dass die jetzt zum Beispiel relativ dunkel schon ist, was halt durch verschiedene Sachen irgendwie einherrühren kann. Man sieht auch ein bisschen so Stückchen drin. Ja. Was halt, wenn man die als Glaze benutzen würde oder als klassische Glaze, ist das vielleicht nicht ganz so gut, weil es dann leicht verbrennt, wenn da irgendwie so Sachen drauf sind. Also genau, um noch mal auszuholen für die Barbecue-Soßen. Es gibt ja 4 verschiedene Standard-Barbecue-Soßen. Und wir sind, glaube ich, relativ limitiert, als was wir heute genommen haben. Weil wir haben halt alles, glaube ich, tomatenbasiert. So. Ja, ach so, okay, da geht's schon mit der Enttäuschung los bei dir, oder? Nee, gar nicht. Also, ich bin auch kein Freund. Also, es ist halt, ich glaube, das Einzige, was ich mir irgendwie damals merken konnte, ist halt Alabama, dass die so eine White Sauce haben, was bei uns, glaube ich, auch im Supermarkt manchmal gibt. Die ist Mayonnaise-basiert oder manchmal ist die auch, gibt's so Sauerrahm-basierte Soßen. Dann gibt's halt die klassische Mustard-basierte Soße und Essig-basierte Soße. Essig ist in Barbecue-Soßen meistens drin halt, um die säuerliche zu erzeugen. Aber gehen die weiß? Also ich habe schon mal so eine White Barbecue Sauce auch von Devil Lair, glaube ich, mal gekauft. Also fand ich gar nicht mal so dolle. Basiert ist die, also die ist nicht Mayonnaise basiert. Ach so, aber das ist, das geht trotzdem noch als Barbecue Soße durch. Ey, was die da als Barbecue Soße teilweise durchgeben, das ist dann wirklich ganz, ganz, ganz flüssig. Deswegen auch, wir sehen ja die Viskosität, weil du eben meintest, das geht halt irgendwie relativ leicht aus der Flasche raus. Wenn du überlegst, bei manchen Ketchup wieder irgendwie besser im Schütteln bist, sonst wird uns, glaube ich, bei einigen hier auch passieren, dass die extremer von der Konsistenz einfach sind. Kannst ja auch immer, gibt's irgendwie so eine Formel, wie man die Laufgeschwindigkeit irgendwie dann berechnet und so, aber das wollen wir heute mal nicht. Machen wir für die zweite Folge. Ich würde sagen, wir kosten mal. Ich bin sehr gespannt. Also es ist leicht stückig, wie du schon sagst. Die Farbe ist aber erstmal seriös für mich. Bin ich gespannt. Hast du eine leichte Schärfe? Ist auf dem ersten Zungenkontakt, finde ich, relativ intensiv. Wässert sich da aber relativ schnell weg. Aber die Schärfe bleibt. Und leichte Stückigkeit habe ich auch noch im Gaumenraum verzeichnet. Ich finde was sehr, sehr raus, und das merkt man auch, dass den Speichelfluss anregt. Und die ist sehr, sehr sauer, finde ich. So, und die hat auch so ein bisschen Punch irgendwie, dass sie auch genau dieses, dass sie so eine scharfe Note mit hat. Und was man, finde ich, nicht so doll riecht, also okayisch riecht, aber was nachher wirklich so am Gaumen hängen bleibt, ist, dass sie auch ein bisschen rauchig ist. Ja, findest du das gut oder schlecht? Es kommt man, also die schmeckt so ein bisschen, also klar ist ja überall Raucharoma drin, ist halt jetzt bestimmt nicht anders hergestellt dann so. Aber die ist schon recht rauchig und ein bisschen, ich finde die ein bisschen eindimensional. Ja, finde ich auch. Tatsächlich. Aber sie ist schon sehr, sehr intensiv, ne? Die macht sofort Alarm im Mund. Du hast sofort, wie du schon sagst, die Speichelfeuerwehr rückt aus beim initialen Kontakt. Ne? Ist sofort so, boah, Alter, was geht hier ab? Ist dann auch schnell weg. Ja, du hast hinten, also ich merke das auch hinten so eine Schärfe. Also es wäre jetzt interessant, ob wenn du noch mal hier nachschippen willst, guck mal, das ist super. Kann oder auch nicht. Mit einem dann so immer auffüllen ein bisschen. Ja. Das ist, ich glaube, warm. Was wir noch gut, falls das jemand hören sollte, der jetzt nicht im Publikum sitzt und sagt in den Kommentaren, ja, wenn ich da wäre, hätte ich es ja gemacht. Also ich rede natürlich kompliziert darüber, dass vielleicht jemand, der in der Regie sitzt, jetzt gerade aufmerksam geworden ist. So eine kleine Schüssel, wo wir mit Wasser einfach so ein bisschen die Löffel spülen könnten, wäre, glaube ich, ganz gut. Dankeschön. Ich kann aber auch nach der ersten Soße, das wäre jetzt mein Vorschlag, ich kann noch gar nicht so viel dazu sagen. Wir sollten vielleicht erstmal so 3 nehmen, um mal so ein Gefühl für die Skala zu bekommen. Denn wir wollen das Ganze ja natürlich auch benoten. Das ist auch, wenn du raufguckst, natürlich Tomatenmark als erstes, halt als Basis, dann Weißweinessig, natürlich um die Säure zu erstellen. Zucker ist halt immer ein ganz großer Faktor. Das ist auch der Grund dafür, weil viele den Anfängerfehler machen, wenn sie halt Rippchen oder so machen, dass sie die Barbecue-Soße gleich am Anfang drauffeuern. Natürlich bei hohen Temperaturen, da ist so viel Zucker drin, es verbrennt einfach. Dann hast du einen ganz, ganz bitteren Geschmack. Deswegen wirklich so als letztes, vielleicht die letzte Viertelstunde noch mit draufgeben, ein bisschen glasieren oder so. Und dann, je zähflüssiger die ist, desto höher sagt man eigentlich, dass der Zuckeranteil ist, obwohl da noch andere Sachen wie Verdickungsmittel dann drin sind und sowas. Alles, ich bleib hier mal rauf.
Das klingt so, als ob du auch deine eigene Barbecue-Soße schon mal gemacht hast. Habe ich auch. Oh. Aber das ist dann auch immer ein bisschen experimentell, weil natürlich irgendwie da so viele Faktoren reinspielen, was du daran. Das fängt schon beim Gewürzen an. Was für Gewürze benutzt du dafür? Oder was ich sehr, sehr gerne mag, es sind fruchtige Noten drin. Ja. Dass du dann sowas wie von Pflaumenmus bis Aprikosen bis Mango irgendwie drin hast. Aber irgendwas, Ananassaft ist sehr oft in Soßen drin. Auch als Säureregulator und. Ich guck grad mal, Koriander ist hier aufgeteilt, Knoblauch natürlich, Zwiebeln. Und interessant für uns, hier ist zum Beispiel geräuchertes Salz drin, plus nochmal Raucharoma. Es gibt ja verschiedene Arten, wie das Raucharoma rankommt. Und da habe ich auch nachher noch was für dich zum Testen. Aber das würde ich vielleicht nicht jetzt machen, weil danach schmeckst du wahrscheinlich nichts mehr. Okay, dann würde ich sagen, schenk mir doch bitte auch mal kurz Wasser rein. Aber natürlich. Ich greife mal direkt zu. Oh, vielen Dank, liebe Johanna. Das ist super. Da haben wir nämlich so eine kleine Spülschüssel hier. Und können auch einfach unsere. Nicht nur unsere Gaumen, sondern auch die Löffelchen anspülen. So, pass mal auf. Das will ich nämlich sagen, dann machen wir es mit dem neutralen Löffel immer schön auf unseren Löffel drauf. Und dann genau. So, und pass mal auf, jetzt machen wir. Also den Brandy habe ich da auf jeden Fall nicht irgendwie. Da habe ich jetzt auch nicht rausgeschmeckt. Aber vielleicht wurde der Soße Musik von Brandy vorgespielt. Sehr gut. Apropos Musik, bist du auch Metal-Fan? Ich habe letztens die Folge mit dem Parabelritter und der tat mir so leid. Und dem schönen Micha möchte ich nochmal links, rechts mit der Moped-Kette eingeben für das Roots, irgendwie das erste gute Album von Sepultura. Ja. Da müssen wir nochmal drüber reden. Also, ach, du weißt ja, der Micha, er wusste es halt nicht besser. Anfängerfehler, ne? Er hat halt jung. Beneath the Remains und Arise halt nicht mitbekommen, ne? Das Arise, ist dann so, nee, ich habe damals MTV geguckt und da kam dann plötzlich Roots, Bloody Roots mit den coolen Straßenbildern und dem Getrommel. Ja. Das war dann doch erst. Das war schon ein Sellout, war das schon. Ja, Micha, falls du es hörst, ne, ist okay. Mhm. Ist okay, aber hörst du noch mal in die alten Alben rein, ne? Das ist schon. So, Metal, genau. Wir machen Metal. Ich wollte nämlich nur kurz sagen, kurze Judas Priest. Geht so? Ist so alles so Spandex-Hosen-Metal, mag ich nicht. Ja, aber die haben schon ordentlich geballert und vor allem haben sie richtig geballert. Grüße gehen raus. Ich habe nämlich gerade noch mal die beiden Alben quer gehört, die ich damals geliebt habe, lange nicht und jetzt wieder gehört habe. Die beiden mit Tim Ripper Owens, der Rob Halford mal ersetzt hat. Alter, das ist so ein geiler Sänger. Das ist ein absolut herausragender Sänger. Die Alben sind auch teilweise richtig gut. Hört euch Bloodsuckers an von Demolition, hört euch Machine Man an, hört euch Abductors an und hört euch mal die Live-Konzerte, wo er auch Painkiller singt. Der Typ ist einfach Premium. Hat zu Unrecht viel Hate abbekommen, aber ein richtig, richtig geiler. Der Alter, was der da oben im Oberhaus stimmlich abliefert, ist einfach nur geil. Können wir leider nicht einspielen. Ihr wisst ja, GEMA und andere rechtliche Probleme erinnern uns daran. Nicht aber daran, jetzt zur Kühne-Barbecue-Soße zu greifen, denn die ist abgabefrei. Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Ja, das ist auch so semi-attraktiv, oder? Das ist so ein bisschen Hausbacken wieder. Ja, aber das ist so oldschool. Ja. So, wenn Oma noch mal in den Schrank greift, so, dann findet sie die als erstes auch noch schön mit der Tomate daneben. Das ist auch, ja. Also siehst aber auch, ne? So die grafische, das ist alles so eher so junge Leute ansprechen. Genau. Und da würde ich aufs Haltbarkeitsdatum gucken. Vielleicht ist sie noch vor dem Krieg so. Was? Soßen werden noch nicht schlecht. Wie hältst du es? Wie viele Saisons? Ja, ganz, ganz heikles Thema. Ich meine, ich will jetzt nicht auf Mayo-Gate noch mal eingehen. Aber, lustigerweise, natürlich ist da so viel Zucker drin, so viel Essig, dass sie eigentlich sehr, sehr lange halten. Aber ich habe das bei Ketchup gehabt und ich würde eigentlich mal sagen, so sehr es einem auch leid tut, so 4 bis 6 Wochen Kühlschrank bei Barbecue-Soße, sagt man, kann man ruhig länger machen. Aber ich probiere die immer nicht zu lange zu halten oder zumindest zu probieren. Ja. Weil ein Freund von mir hatte da mal Ketchup irgendwie gegessen bei mir und ich habe da nicht drauf geachtet. Und wenn ich den Begriff, das roch wie Kotze, benutzt, ist es auch sehr, sehr wahr. Also es kann sehr schnell kippen und dann wird es unangenehm. Ja, ups. Also ich finde, bei Senf und Mayo merkt man es dann auch. Ja. Also gerade bei Senf. Bei Mayo, Gott. Ja, aber Mayo ist ja nicht gleich. Wie gesagt, das ist ja ist genauso unbedenklich wie abgelaufener Senf. Ich habe ja gehört, dass Ede seitdem öfter mal krank ist. So. Ja, ich sag mal so, ja, Ede ist öfter mal krank. So, wir machen weiter. Kosten jetzt mal in die Kühne. Soße mit rauchigem Aroma. Also, der ist jetzt erstmal nicht fancy, das ist sozusagen der Standard. Das ist wahrscheinlich so der Basisplayer von Kühne, falls es da noch andere gibt. Mhm. Ich bin gespannt. Wo haben wir unseren Neutrallöffel? So. Aber da, guck mal, da kommen wir schon drauf, ne? Die ist hier Sulfatzuckercouleur, genau wie Melasse. Auf jeden Fall einer von den Zusatzstoffen, mit denen man das gut dunkel färben kann. Ja. Also, da. Die sieht jetzt auch deutlich biederer aus, sag ich mal, ne? Also, das ist nicht wertend gemeint. Ich meine nur, dass man. Dunkler? Ja. Man sieht aber weniger. Also, Stückigkeit ist schon mal nicht vorhanden. Und sie sieht so. Also, sie sieht ein bisschen. Dadurch, dass man noch so das Gefühl hat, da sind noch grob geriebene Gewürzelemente drin, sieht das gleich ein bisschen
weniger industriell aus. Das ist natürlich Quatsch, das ist, also das hat nichts zu bedeuten. Nee. Aber was du hier dran siehst, um mal auch einen Fachbegriff zu sagen, die steht jetzt ja schon ein bisschen, ne? Und du siehst, dass die so glänzt und so, aber der siehst du schon so leicht am Rand. Siehst du diesen leichten Wasserfilm, der sich bildet? Ja. Das heißt, ich glaube, Synemese ist der deutsche Begriff dafür. Das ist, wenn aus Flüssigkeiten Wasser sich so abtritt. Das kennst du bei Senf ganz oft. Ja, ich hasse es. Wenn du dann so ein bisschen Senf irgendwie rauftun auf den Teller, das erste, was rauskommt, ist die Fontäne, die dann so rausschießt auf den Teller. Und das ist halt eigentlich bei ganz, oder ganz viele sagen, dass es ein Qualitätsmerkmal ist, das halt nicht gut gebunden ist und das dann sich Wasser absetzt. Aber möchte ich sag auch das auch einfach, weil es mir immer dann auffällt, wenn die Sachen zu. Also, ich bin gespannt. So, Kühne. Schmeckt ja ganz anders. Viel Ketchup-mäßiger, süßer, leicht rauchig, geht so mehr in die Breite. Das ist so ein bisschen meine erste Barbecue-Soße. Mhm. Oder? So kindtauglich. Kannst du auch auf Nudeln packen. Aber du siehst auch die Textur. Die ist irgendwie so, fühlt sich fast schon so cremig irgendwie an. So, als ob man. Also die ist ganz anders auf der Zunge. Die andere war deutlich flüssiger und gefälliger und auch ein bisschen fruchtiger. Die ist hier sehr, also eine komische Art von Sämigkeit, würde ich das mal sagen. Aber nicht schlecht. Also sie ist halt überhaupt nicht so scharf. Die ist, sage ich mal, so eine Anfänger-Barbecue-Soße. Absolut. Kannst du nichts mit falsch machen. Aber ist ganz schnell auch wirklich weg, finde ich geschmacklich. Ja, weil wenigstens nicht so hier Essig, Schlag in die Fresse irgendwie. Da hast du recht. Aber ist wirklich so. Ja, es ist wirklich so meine erste Barbecue-Soße, geeignet für 0 bis 3 Jahre. Die könnte von Tommy sein, nur wie heißt das Kinderspielzeug immer? Ja, genau. Meine erste Barbecue-Soße. Ja, exakt. Okay, bitte hau rein. Ich guck mal, dass wir auch schon mal. Schön auf nüchternen Magen erstmal ein bisschen Barbecue-Soße reinfeuern. Das ist ja das Schöne an den Vormittagsaufzeichnungen in dieser Sendung, dass man sich quasi immer so die. Man bruncht sich so in den Tag. Das, was auch wahrscheinlich kommt, wir natürlich einen Zuckerschock haben nachher, weil natürlich so viel Zucker da einfach drin ist. Wir legen hier mal die. Guck mal hier. Noch ein bisschen Platz hier. Ich habe auch deinen Pulled Pork nicht vergessen. Ich dachte, das wolltest du mir nach Hause nehmen dann nachher. Ja, mal gucken. So unauffällig, ne? Doch, ja, ich würde es mitnehmen. Aber so wie ich dich kenne, ist eine Tiefkultur ist noch more where that came from. Das ist immer richtig schlimm. Ich fange jetzt auch immer an, irgendwie raufzuschreiben, Datum natürlich und was es ist, weil ich dachte mal, okay, das erkennst du ja. Und wenn es dann erstmal einvakuumiert ist und tiefgefroren, holst du es irgendwie raus und denkst dann so, okay, es ist irgendwie Fleisch. Aber ob das jetzt auch tot ist oder so, keine Ahnung. Und wenn es sich dann von innen bewegt, so aus dem Beutel heraus. So, wir machen weiter und zwar mit der Edeka-Eigenmarke Smoky Barbecue Honey. So, also da weichen wir jetzt schon ein bisschen wieder ab vom Standardprotokoll. Mit Honig verfeinert, ideal zum Würzen, Marinieren und Dippen. Das ist auch noch die nächste Sache. Ne? Barbecue-Soße wird ja für viele unterschiedliche Sachen verwendet. Genau, stell's gerne einfach nochmal davor. Ob das nun Dip ist oder Marinade halt auch oft, was natürlich auch sehr gefährlich ist, weil da natürlich viel Zuckerkram dran ist und wenn das dann länger brätst, so verbrennt das halt auch. Und dann jetzt in der Quetschflasche, das ist natürlich nicht so umweltfreundlich. Aber riecht erstmal harmloser, finde ich, ne? Liegt für mich so ein bisschen dazwischen. Also das hättest du mir das als McDonald's-Soße irgendwie vorgeführt, hätte ich gesagt, so ja, geht schon in die Richtung so. Und ich musste eben auch bei der Kühne dran denken, da ist so eine ganz leichte McRib-Soßen-Romantik für mich aufgekommen. Nur nicht so, ich glaube, noch ein bisschen intensiver. Aber so, weil die ja auch sehr gefällig ist, sagen wir mal so, ne? Also, kannst du das mit falsch machen, ne? Ja. Tut keinem weh. Ja, da sind wir in ähnlichen Gefilden, würde ich sagen. So. Finde ich auch. Das Spritzbild, beziehungsweise so wie sie's, die Viskosität, so wie du es so schön gesagt hast, die sieht eher so ein bisschen, ich bin in der Kühne-Klasse, ne? Aber da siehst du auch wieder, da ist auf jeden Fall so Kram drin, also ob das jetzt irgendwelche Kräuter, Gewürze sind oder irgendwas anderes, was da rumlümmelt. Ja, hoffentlich schmeckt es. Das ist ja der Gaumen ist ja der oberste Richter hier und alles andere weniger. So, wir können auch gleich mal Muss das nochmal mit dem Würstchen nochmal vergegenwärtigen, meinetwegen, weißt du? So hartnäckig, dass wir den Barbecue-Kram gar nicht richtig abkriegen, aber. Ja. Hat man nicht gedacht, ne? Dafür, dass es sich so verwässert hat, eben, dass der. Ja, aber hier siehst du es auch deutlich schon, ne? Am Rand, ne? Ich meine, die steht jetzt noch nicht lange rum, aber du hast das Gefühl, dass da ein bisschen. Ja. So, ich will mich ja gar nicht beklagen. Das sollst du nicht, sonst. Jetzt bin ich gespannt. Also irgendwann kommt klassischerweise in dieser Sendung der Punkt, wo man A, keinen Appetit hat und B, auch merkst, oh, ich merke gar keine Unterschiede mehr, ist egal. Bei dieser Lebkuchenfolge muss der absolute Albtraum gewesen sein. Also danach war die wahrscheinlich auch dann nur zum Wegrollen. Das war schlimm. Aber die Fritteusenfolge mit Eder war auch schlimm. So,
Also, dann lass uns doch mal. Könnte für mich rauchiger sein. Und die Honigschlagseite ist mir ein bisschen zu heftig. Die ist ganz schön süß, ist die. Also die hat auch so eine saure Note, um das zu kontern. Aber die ist echt ganz schön süß und klebrig, so richtig, ne? Ja. Krieg auch. Und es hat ein. Ich bin ja ganz, ganz, ganz empfindlich, wenn es so um Zuckerersatzprodukt und sowas geht. Weißt du? Ja. Also Fructosekram, da hast du ja wahrscheinlich alles drin, so. Ja. Also. Ja, es weicht natürlich bewusst ab. Sie sagen selbstbewusst, wir sind hier keine nicht normale your typical Barbecue, sondern mit dem süßen Honig wollen wir ja schon in die Nebenstraße abbiegen, ne? Also einen Unterzweig aufmachen, sag ich jetzt mal. Ja, aber da habe ich so das Gefühl, dass da nicht besonders viele Bienen für arbeiten mussten, um da den Honig für zu generieren. Also höchstwahrscheinlich nicht. Ist ein bisschen. Also wenn sie jetzt beim Grillfest von Oma Mindesthaltbarkeitsdatum ist gecheckt, keine Frage. Stehen würde, würde ich sie auch essen. Aber irgendwas gefällt mir daran nicht. Also sie ist nicht so richtig ausgewogen. Es ist alles da, was draufsteht. Sie ist leicht rauchig, sie ist sehr süß. Ja. Aber das sind so, also ich muss echt sagen, die erste fand ich halt sehr, sehr scharf. Aber die hatte so eine eigene Charakteristik noch. Und die sind jetzt so ein bisschen nicht zum Vergessen, aber das ist halt nichts, was sie so richtig. Also Alleinstellungsmerkmal den gibt, ne? Also ja. Ich glaube, da werden wir einige noch haben, die deutlicher rausstechen und auch ist mal die Frage, ob man das dann mag oder nicht, aber die haben halt die sind so eine eigene, ja. Eigene Soße halt. Ich freue mich auch drauf, aber ich muss sagen, da fand ich jetzt ich bin nicht sicher, ich werde jetzt mal, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einfach die B-Note einmal mit Würstchen und gucken dann doch mal, wo wir hier landen. Achso, soll ich die Nummer? Ja, genau. Wenn wir das noch zugeordnet bekommen. Ja, ich habe die davor einmal gestellt. Perfekt. Also so, von links nach rechts gedacht quasi. Dann können wir nämlich gleich auch mal zur Tafel schreiten. Und hier ist es schon ein bisschen. Das erinnert mich an die Feierabendwürstchen im Kupferspießgrill mit den Würn. Man wusste nämlich auch, wenn du der Letzte bist, der 10 Minuten vorher noch reingeht und sagst, ich hätte gerne Currywurst und da lagen. Und dann sagte der, ach komm, du kannst auch die zweite gratis haben. Dann wusstest du eigentlich schon, dass du für die erste nicht bezahlen wolltest. Weil die halt so eine. Von außen dachte man, oh, schön, schön mit. Mit Röstaroma. In Wirklichkeit war die Hälfte des Fleisches bereits so Röstaroma. Also richtig so ein alter Kohlekolben, den die da noch angedreht haben. Eine Unverschämtheit. Ja, aber Grüße gehen raus nach Böhren, Kupferspieß. War trotzdem lecker. So, genau, jetzt, ich würde auch mal mit der Tomi, glaube ich, anfangen. Ja, also, stimmt. Ja, du hast recht. Wir können die ja so einfach eindippen. Ja, ne? Ja, absolut, ja, absolut. Vorsichtig. Ich fange mal mit der hier an, in umgekehrter Reihenfolge, was dumm war. Deswegen mache ich es nicht. Du hast jetzt mit der Tomi begonnen, ne? Mhm. Ich freue mich gleich so auf das Pulled Pork. Aber das ist für mich dann schon so gleich die Bonus-Mal fast. Weißt du? So, also. Wenn nichts mehr geht, ne? Wenn die Würstchen, das sind jetzt so diese Nürnberger, die haben natürlich auch so einen super krassen Eigengeschmack schon. Aber es ist ja gut, weil du dann auch siehst, so wie stark ist sie eigentlich. Weil natürlich ist so Barbecue-Soße nicht pur und deswegen ist sie auch ein bisschen intensiver, weil die halt natürlich irgendwie den Geschmack noch durchsetzen muss, dann gegen andere Sachen. Da war aber ganz schnell gerade Feierabend, geschmacklich. Bei der Tomi? Ja. Mhm. Zum nächsten. Und ich habe mir ordentlich was hier aus Würstchen geladen. Also, ich habe das Gefühl, die müssen alle doppelt so intensiv sein. Zumindest, wenn sie zur Bratwurst genossen werden. Weil die aber noch schneller Feierabend bei der Kühle. Komischerweise fand ich die Edeka jetzt eigentlich am dominantesten von den dreien. Mhm. So, die ein bisschen durchgekommen ist. Aber es kann wirklich auch dadurch kommen, dass du da mehr Säure dann drin hast oder so, die dann praktisch zu dem Fleisch auch das ganz gut passen. Das ist ja nicht umsonst so, dass du bestimmten Fleischsorten unterschiedliche Barbecue-Soßen essen würdest. Oder in den USA auf jeden Fall so. Das Hühnchen da ein bisschen verzeihlicher ist mit einer eher milderen Barbecue-Soße. Und dann, wenn dann irgendwie da den zähen Ochsenlappen, dann hast du es da ein bisschen mehr dann drauf kommt. Ja, ich muss auch sagen, das ist natürlich, dass wir jetzt hier mit Nürnberger Würstchen arbeiten, ist natürlich jetzt auch nicht. Da würde man vielleicht auch eher traditionell den Senf dazu wählen und jetzt nicht zwingend die Barbecue-Soße, aber es ist ja egal. Wir haben jetzt haben's durch. Ja, aber du musst deinen Endorsement-Vertrag ja dann auch mit Nürnberger Bratwürstchen dann auch. Selbstverständlich, da müssen wir ja durchkommen. Oder sind die einfach nur der guten Nürnberger Art. Wenn du hier Veggie-Würstchen oder Ähnliches drauf haben möchtest, können wir auch gerne noch die Soßenunterlage. Ich kann auch gerne ein bisschen Brot mal schneiden. Ja, mach mal ein bisschen Brot. Ein bisschen
schneiden wir noch ein bisschen Brot. Wir machen eine ganz kleine Pause, während das Brot geschnitten wird und ich zur Tafel schreite. Genießt ihr handverlesene Spots. Vielleicht nur einen, vielleicht mehrere. Wir werden sehen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Hey, Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Und damit herzlich willkommen zurück. Die erste Runde Barbecue-Soßen ist verköstigt worden. Ich stehe jetzt an der Tafel, Marc, denn wir wollen natürlich auch unser Urteil fällen. Gucken wir noch mal ganz kurz drauf. Hier die absoluten Preise und in dieser Spalte Preis pro 100 Gramm. Das ist ja deutlich interessanter und aussagekräftiger. Und hier sehen wir natürlich einen riesen Wahnsinnsunterschied, kann man sagen. Die kühne Barbecue-Soße mit 28 Cent pro 100 Gramm. Ja, das ist natürlich hier mal eine Verdreifachung. Mhm. Das ist schon krass, ne? Und das ist immer die entscheidende Frage, ob sich das denn am Ende des Tages auch in der Wertung niederschlägt. Rauchigkeit ist so ein subjektiver Bereich, der ist ein bisschen schwierig. Irgendwann hat man auch nicht mehr so das Gefühl. Da würde ich fast sagen, wir machen irgendwie so eine eher einfache Skala. Mhm. Vielleicht auch nur 1 bis 3 oder 1 bis 5. Ja, wir können auch Pfeil nach oben, mittig oder unten. Ja, aber das ist eigentlich so ein Tendenzpfeil. Ne? Ja. Genau, würde ich auch sagen. Zuckergehalt ist durchaus interessant, auch hier zu sehen. Zucker ist überall reichlich drin. Das heißt, irgendwie mindestens 20% Zuckeranteil. Das ist schon mal ordentlich. Und bei der kühne Barbecue-Soße, wo wir beide sagten, ah ja, das ist so die kindgerechte, meine erste Barbecue-Soße, da ist tatsächlich dann auch am meisten drin. Mhm. Also ein Viertel der Soße besteht aus Zucker. Das ist schon bedenklich. Bedenklich. Aber gut, wir sind ja ansonsten sehr auf gute Ernährung und Fitness bedacht. Da können wir uns dieser Ausreißer hier im Namen der unterhaltsamen Wissenschaft natürlich mal erlauben. Hast du Fitness gesagt oder Fitness? Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. So, dann wollen wir doch mal starten. Rauchigkeit bei der Tomi Barbecue. Relativ rauchig, aber also, da kann ich ja nur, ich kann nur einen Medium-Pfeil geben. Ehrlich ich auch sagen. Würdest du auch sagen, ja? Die kühne. Da würde ich fast schon sagen, die war auf jeden Fall milder so. Die war, wie gesagt, relativ neutral. Also immer noch ein bisschen dran. Aber wir werden auf jeden Fall garantieren, auch welche haben, die deutlich stärker waren. Deswegen würde ich auch eher so Pfeil nach unten oder so machen. Oder machen wir einfach so einen Schreck. So. Ja, genau. Das ist doch super. Ja, und die Edekas, also die war aber auch maximal nach unten schräg, oder? Würde ich auch sagen, ja. Okay. Also fast schon. Also. Smoky ist da fast schon so ein Euphemismus, ne? Also, Honey, ja, da bin ich dabei. Ja. Das war's sehr. Aber gut, bleiben wir mal hier. So, und jetzt kommt unsere Skala. Ich würde sagen, wir müssen uns der Komplexität des Themas widmen. 1 bis 10. 10 als Bestes. 10 als Bestes, 1 als Miserabelstes. Schwierig, ich weiß. Es willst du denn, also, wir teilen es ja auf. Genau. Also ich würde sagen, wirklich bei der Tomi-Soße, weil die halt wirklich so eine eigene Charakteristik hat, würde ich da sagen, so auf jeden Fall eine 6, würde ich mal so sagen. Gibt's da, ja. Mhm. Bei der Kühne eine 4. Eine 3, glaube ich. Ja. Eine 4 oder eine 3? Eine 4, das dürfte nicht zu hart sein. Bei der Edeka auch eine 4, so. Die waren jetzt beide nicht so weit auseinander. Beide so ein bisschen unterschiedlich vom Spektrum her. Hast ja gesagt, so, dass wenigstens mal die Honigbiene mal oder drauf gelandet auf der Buddel. Und deswegen finde ich die beide so, da machen wir jetzt nicht falsch. Und wir können nach unten noch, glaube ich, ein bisschen noch. Haben noch ein bisschen Spielraum, ne? Ja. Also ich gehe da mit dir. Ich gebe hier auch die 4. Hier aber tatsächlich gehe ich nach oben. Weil es einfach so simpel war, dass es schon lecker war. Also nach oben ist jetzt übertrieben. Hier gebe ich jetzt mal eine 5. Und das tue ich auch bei der Tomi Barbecue. Sind völlig verschieden, aber so ist das dann halt aber das manchmal. Ich denke auch bei der Kühne, so wenn wir jetzt einen Live-Schalte in deinen Kühlschrank machen würden, würde ich dir auch vermuten zu entdecken. Nee, habe ich nicht. Habe ich noch nie gegessen vorher. Wir kommen zu einer. Nee, doch, jetzt ist die Katze ja schon halb aus dem Sack, ne? Sie miaut und kratzt schon. Jetzt kommen wir nämlich zum Bullseye Original. Und diese Soße, meine lieben, sehr verehrten Damen und Herren, die hast du mir damals unter anderem so als
das ist quasi die McDonald's-Soße, also die Standardsoße, die Breitenwirkungssoße empfohlen. Und ist tatsächlich auch mein Standard-Einkauf. Ja. Ich habe mich nicht tiefergehend mit beschäftigt. Ich habe auch andere ausprobiert, die ich auch schon gesehen habe da. Aber die ist für mich einfach so eine absolute, ehrlich ist das Wort für mich. Ist nicht super fancy, ist aber auch nicht, so wie die Kühle, so zu harmlos, sondern die ist so für mich genauso mittendrin. So ein bisschen Lexikon-Eintrag Barbecue-Soße. Aber da siehst du auch schon so von der Form der Flasche her. Ja. So, ne? Und das, wie die aufgemacht ist, die kam ja relativ, es ist auch ein paar Jahre auf dem Markt, gibt auch verschiedene Varianten. Wir haben jetzt, das muss man auch noch zu Fairness sagen, wir haben ein paar Original-Barbecue-Soßen, wir haben ein paar, die in eine andere Richtung gehen, halt wie die Honey-Barbecue-Soße oder so. Und die ist halt, sag ich auch mal, eine eher einfache, die man überall auch, glaube ich, käuflich erwerben kann. Riecht die auf jeden Fall rauchiger als säuerlich, ne? Ja, genau. Das ist das Schöne, das mag ich auch sehr gerne. Die schmeckt nämlich richtig geil, auch auf dem Brot mit Frischkäse. Hast du schon gemacht sowas? Oder ist es für dich jetzt auf dem ersten Nee, ich finde Frischkäse eigentlich mal ganz gut, um Sachen noch ein bisschen so den Fettgehalt so mitzugeben. Ja. Auch so bei Sandwiches super geil immer, aber jetzt bei Barbecue-Soße. Schmeckt super geil. Also echt so Frischkäse-Basis und darüber ein bisschen Barbecue-Soße. Das ist echt, das ist nämlich genau das. Das fettrahmige kontert dann das rauchig-würzige. Ist richtig lecker. Ein bisschen so Frische noch mit drin. Ne? Genau. Guck mal, die ist auch so ein bisschen, die hat diese Klumpform, deswegen ist hier auch die Squeeze-Verpackung ganz gut. Ich mag dieses grobporige gerne. Die hat nicht, die ist nicht ganz so wässrig, wirkt die direkt, ne? Sondern die bleibt so ein bisschen auf ihren Häufchen. Ja, die klebt halt auch schon ein bisschen so, ne? Gibt mir so ein, gaukelt mir so vor, als ob die einen Tag länger reduziert wurde, quasi, als vielleicht die andere schlecht beigerührte. Da fällst du tot um. Also gerade so in richtigen American Diners und so, wenn die oder so Barbecue-Schuppen, was die da für flüssige Soßen haben. Also das ist bei uns, ne, ist es so, Hauptsache bleibt irgendwie am Löffel hängen oder am Essen dann immer. Und da ist ganz oft sehr, sehr dünnflüssige Soßen, weil halt so viel Essig drin ist. Und gerade bei Senfsoßen. Ja, ich würde sagen, wir hebeln mal direkt auf hier. Ja. Ne? Wir müssen auch, glaube ich, ein bisschen beeilen. Ja, wir machen jetzt ein bisschen. Also nicht zu hetzen, aber wir müssen hier ein bisschen. Komm, ich tue dir auch mal hier da was drauf. Finde ich, sieht für mich gut aus. Sieht für mich richtig. Aber wahrscheinlich ist das Vertraute, was mir gerade hier auch das Urteil sehr. Ja, also ich finde immer, sie riecht rauchiger. Also hat mir schon deutlich säuerlichere. Die hat auch, schmeckt man auch, das Raucharoma kommt richtig durch. Ist auch jetzt aber doch verhältnismäßig süß. Wirklich nicht besonders sauer, finde ich. Nö. Aber gut abgestimmt. Ich wollte gerade sagen, du merkst, die ist sehr, also die ist nicht so komplex, aber du hast alle Nuancen hast du irgendwie drin. Ja. So, und das, als ob die wirklich auf so einem Level sind. Ja. Das ist nichts, was so. Und jedes Mal, wenn du hast so keinen richtigen Nachgeschmack, man hat alles im Mund drin. Genau. Und vor allem, ich habe ein bisschen das Gefühl, als ob ich gerade wieder an einer Zigarette gezogen habe. So ganz leicht. Weil der Rauch sich sozusagen im Mund kann man irgendwie noch als letztes. Absolut, finde ich gut. Ich finde sie geil. Ich finde auch, dass es von den normalen Sachen ist auf jeden Fall ein sehr starker Vertreter. Würde ich auch sagen. Mal gucken. Aber wir brauchen jetzt direkt in die nächste. In Dreiergruppen, glaube ich, lässt sich ganz gut arbeiten, oder? Oder willst du lieber schnell? Obwohl, brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Meinst du jetzt auftragen? Oder? Doch, nee, wir brauchen aber keine Dreiergruppen. Nee, ich würde, glaube ich, jetzt probieren. Ja. Wir haben schon, weil dann vergisst man das nachher wieder. Ja. So, ich hatte eben auch schon das Gefühl, dass, aber das Alter. Ja, nee, du hast vollkommen, das ist wirklich wahr. Ich habe früher den Fehler gemacht mit einer zu Beginn oftmals. Und da hast du gar kein Gefühl für so eine gewisse Range. Und wenn du mit dreien startest, geht das halt ganz gut. Also ich glaube, das wäre eine perfekte gewesen, um zu sagen, das ist der Standard. So, weißt du, von da an geht man dann in die verschiedenen Richtungen. Das stimmt. Ich muss auch mal einmal mit Brot. Ich habe nämlich richtig Bock gerade bekommen. Hungrig und gut gelaunt. Das ist eine ehrliche Barbecue-Soße. Ja, auch. Das ist wirklich. Da wird der Super-Connoisseur vielleicht sagen, das ist mir nicht speziell genug oder nicht fancy genug. Aber es wird auch niemand sagen, ja, da wolltet ihr es jetzt aber auch wirklich den Zweijährigen bis zum Opa recht machen. Die ist schon, also, die ist schon selbstbewusst, aber eben nicht dominant in irgendeine Richtung, die nee, ist schön ausbalanciert. Ausgewogen, ja. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, das ist auch immer diese Sache, wenn du halt in irgendwelchen Hardcore-Foren unterwegs bist, wenn du den mal irgendwie Blindverkostung vorführen würdest, die würden sich ganz schön wundern. Also es ist immer viel, weiß nicht. Ach, das ist ja immer so. Also irgendwann, ich möchte auch mal noch eine Sidequest-Reihe aufmachen mit Blindverkostung, weil das wirklich so ein, das ist ja der spannendste. Und dass du wirklich mal blind so eine Pyramide aufbaust. Ja, und das so, wenn ich sag's, immer A versus B oder so und einer kommt weiter blind und am Schluss weißt du, was für eine Pyramide bis zum Sieg du sozusagen. Also wenn du da jemanden brauchst, der da mitmacht, ich würde es gerne machen. Ich finde das Interessante daran, wenn man so eine Blindverkostung irgendwie sieht, auch bei irgendwelchen TV-Sendungen und so, dass meistens dann die Konsistenz aber gebrochen wird. Deshalb
über die Textur keine Chance hast zu erkennen, was es ist. Und das verwirrt einen schon, glaube ich, sehr, sehr stark. Das ist genau wie Farbe. Wenn du halt eine Tomatensuppe siehst, die klar ist, weil halt die ganzen Farbstoffe rausgezogen worden sind, und schmeckst das, dann bist du erstmal total verwirrt und denkst so, hä, das ist doch keine Tomatensuppe. Ich schmecke aber Tomate, aber es ist doch durchsichtig. Geht das? Und dann. Deswegen ist das ja auch wirklich, das Auge ist ja auch mit, es gehört ja mehr dazu, als einfach nur blind zu sagen, ja, schmeckt gut, schmeckt weniger. Und hinterher sagst du, oh, mein Lieblingsding ist abgestunken. Ja. Das ist ja nicht die Ultima Ratio sonst. Deswegen siehst du auch schon bei den Farben, ne? Wir haben da eine sehr große Farbvarianz, was Rot angeht. Genau, aber ich finde, das ist schön. Auch hier, das guck mal hier, wenn wir das nochmal einfangen können mit der Kamera. Wir haben da so reingestippt. Und die Stippigkeit ist da. Also es ist quasi wie die Vorstufe zu diesen therapeutischen Kissen. Weißt du, wo dein Kopf so eine wohlig ausgepolsterte Lage findet. Super. Ich dachte, vielleicht hast du die auch zum Verfugen von irgendwelchen Sachen im Badezimmer benutzt. Ja, und so, deswegen, ich habe immer so einen leichten Räuchergeruch im Bad. Das ist echt herrlich. So, gucken wir mal kurz. Denn wir haben es hier, wir haben es auf jeden Fall hier mit einem im absoluten Preis erstmal holdes, aber teuer Vertreter zu tun. In Relationen nistet er sich allerdings unterhalb der Tommy Barbecue ein. Mit 79 Cent auf 100 Gramm. Da muss man natürlich erstmal weggucken. Also, Zucker. Was tippst du? Nur mal so Gefühl, jetzt wo du hier eine Range hast. 30. Nicht schlecht. 33. Das haben wir auch schon gemerkt, dass die auch ordentlich. Aber musst du natürlich auch, um die Säure wegzukriegen wieder, ne? Ja. Also hier geht, würde ich sagen, mal geht's schräg nach oben. Weil. Und ich gebe jetzt mal, ich gebe eine salomonische 7, weil sie ist gut, aber ich muss mal gucken. Also bisher ist sie für mich klar die beste. Würde ich auf jeden Fall auch sagen, 7. Auch eine 7. Wunderbar. Weil ich werde es mir offen halten. Also die hat jetzt den Favoritenstatus bei mir. Kann ja auch sein, dass keine weiter, also ich glaube, es wird welche geben, aber ich glaube, eine 10 wird sehr, sehr schwierig, weil das dann auch schon mal sehr geschmacksabhängig ist. Aber das ist schon, 7 ist schon ein guter Wert. Das gehört ja auch dann dazu, ne, so ein bisschen, dass das Gute ist, dass mein Kühlschrank zu Hause Barbecue leer ist. Das bedeutet, er wird nach dieser Sendung. Reden wir nicht über Dinge, die. So, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt die Wilkin and Sons. Erkennst du die auf den ersten Blick? Nee, habe ich auch noch nie gehört. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich die. Nein, das ist die Blues Hawk. Guck mal dahinter genau die. Old Texas Chipotle. Die Stubbs. Genau hinter der Blues Hawk müsste das vielleicht sein. Die hier. Was? Das steht nicht drauf. Hamka, das ist doch irgendein. Aber Wilkin und Sons habe ich da auch noch nirgendwo gesehen. Oder ist die Fancy, auch wieder in so einem. Oh, die sieht aber jetzt schon mal hartketchupig aus. Hartketchupig aus. Mhm. Wirklich vom Rot her. Das ist mal, und sie ist auch sehr. Ja, oh, wohl sehr. Ja, oh, schon so. Also, auf jeden Fall würde ich jetzt schon mal sagen, deutlich flüssiger. Also, als die. Das wird jetzt auch so von der Aufmachung her, würde ich sagen, so, die könnte auch auf Sylt, auf so einem Restaurant so stehen. Aber ob die deswegen gleich besser ist, das gilt ja jetzt rauszufinden, ne? Auf jeden Fall sieht die sehr tomatig aus, also sehr fruchtig. Oder was sagt er? Ja, ich. Okay. Würde man jetzt nicht erwarten, dass da Barbecue-Soße draufsteht, oder? Nee, null. Also ich eher für ein Gewürzketchup, also nicht Gewürzketchup von so Hela-Gewürzketchup, aber eher in so ein. Hä? Ja, komisch. Also rauche ich überhaupt nicht, ne? Nee. So ein tomatig und essigmäßig ein bisschen. Aber. Das erinnert mich eher an eine Nudelsoße, komischerweise. Genau. Ja. Aber so sieht es auch aus, wie so ein leicht, dieses leicht Tomatige. Und da auch wieder auf dem Teller mit schlecht abgetropften Spaghetti hast du direkt die Kombi. Nämlich schön eingeölt. Unten hast du nur das Wasser unten und oben hast du diese Bröckigkeit, ne, die man da. Also ist jetzt, die Erwartung ist jetzt irgendwie. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin erstmal vorsichtig verwirrt. Oh, da musst du aufpassen beim Kippen. Aber das könnte jetzt auch fast schon die mit Ketchup gestreckte Süß-Sauer-Soße aus McDonald's. Das Lustige ist, das ist, glaube ich, die erste Soße, wo an erster Stelle Zucker steht und dann rote Paprika. Ah, Paprika. Das kann sein, dass das dann, weil das noch vor Tomatenmark ist, dass das die genau Zitrusfaser, Zwiebelpüree. Okay, aber es hört sich auf jeden Fall gesünder an, um es mal vorsichtig zu sagen. Wahrscheinlich ist das eine sehr. Ja, mit eher ursprünglichen Zutaten, wenig Geschmacksverstärker-Stuff drin. Und wir haben hier einen sehr interessanten Fall. Es hat eine Zutat, hat es nämlich nicht. Raucharoma. Ach, tatsächlich. Ist nicht drauf. Okay. Aber es steht drauf nur Barbecue. Da steht jetzt nicht drauf
Für nee. Nichtraucher oder also das hört sich für mich bis auf die roten Paprika, die ich halt ein bisschen merkwürdig finde, aber Zitrusfaser halt, auch ein bisschen Säure, Salz ist drin, also wirklich gar kein Rauchsalz, Chili-Püree. Also es ist auf jeden Fall, das ist eher so eine fast wie eine selbstgemachte, ja. So stelle ich mir das vor. Deswegen fällt die natürlich jetzt ein bisschen aus dem Rahmen, weil diese ganzen Geschmacksverstärker alles nur durch normale Zutaten dann zustande kommen. Und vielleicht ist genau das, was du jetzt irgendwie denkst, und so von denen, die ist ja nicht so richtig gut, weil sie halt, ne, was du gerade beschrieben. Das muss es ja nicht sein, aber du hast ja schon, also Barbecue-Soße hat für mich, zumindest wenn wir jetzt auf die Roten gehen, bei den anderen kennt mich noch weniger aus, da erwarte ich halt einen gewissen Raucharoma-Geschmack. Dass man jetzt sagt, wenn du das Gefühl hast, jetzt gleich vorgreifend, das könntest du auch als Tomatenketchup, also ja. Du könntest genauso deklarieren. Da würde man dann vielleicht auch sagen, schmeckt anders, weil so. Aber mal gucken. Es steht einfach nur Barbecue-Soße drauf. Und heißt ja vielleicht auch nur, dass man sie zum Barbecue als Soße reichen kann. Aber ich habe halt eine andere Erwartung. Ja. Und daran wird sie jetzt zerschmettern. Ist auch deutlich. Ich gehe schon mal zur Tafel, ohne sie probiert zu haben. Ja, also du siehst ja auch an der Farbe. Die ist sehr, sehr hell, die ist sehr, sehr fast schon orange. So. Oh. Aber stückig auch ein bisschen. Schmeckt eher wie so ein Chutney. Ich sehe auch die Konsistenz. Ne? Es erinnert mich auch gerade an Mango-Chutney oder so irgendwas von der Konsistenz. Probier mal. Also, es gibt einen Grund, warum da Rauch fehlt. Ja, die hat also nicht einen Grund, aber ich sag mal so. Wirklich, das ist das. Ich konnte das eben nicht richtig zuordnen. Das ist wirklich dieses Paprika-mäßige, das kommt durch. Jetzt weiß ich, wie die schmeckt. Ich finde die aber irgendwie geil. Aber es ist für mich. Soll ich sagen, wonach sie schmeckt? Ja. Mal sag du erst. Sie ist ganz schön sauer, ist die. Und scharf. Und scharf. Aber das wahrscheinlich durch die Zwiebel da auch mit rein. Also da ist jetzt auch nichts drin, wo man denkt, na, Chili-Püree ist da noch drin. Kennst du Mozzarella-Sticks? Die typischen TK-Mozzarella-Sticks. So ähnlich. Da gibt es doch immer so einen Red Pepper-Dip. Ja, auch so eine Mischung aus scharf, süß. Und genauso schmeckt. Also, es geht. Ja, was heißt genauso? Es geht ganz stark in diese Mozzarella-Stick. Absolut, absolut. Kann ich absolut nachvollziehen. Da würde ich noch sagen, bei diesen Mozzarella-Soßen noch ein bisschen mehr Frucht drin. Mhm. Aber die hat sehr viel Punch nach hinten raus. Aber ich finde, es ist, ich würde sie halt nicht als klassische Barbecue-Soße verkaufen. Nee. Aber die schmeckt lecker. Die schmeckt richtig lecker. Aber ich würde sie als einfach, ich würde einfach schreiben, geile Soße, mehr brauchen sie nicht. Weißt du? Also, nämlich, du musst dich dann gar nicht in der Barbecue-Familie. Wo du schon 180 Inzestgeschwister hast, einreihen, sondern kannst du sagen, ich mache eine eigene Soßenfamilie auf, weil die ist echt lecker. Aber es ist halt keine. Ich mache doch mal den Stipptest. Ja, aber das ist wirklich so, ne? Du suggerierst ja auch durch den Begriff Barbecue, was bestimmt ist und die Erwartungshaltung. Das ist dann so ein bisschen, als wenn du zum Metal-Konzert gehst und dann spielen da Aha oder so. Ja, denkst du, oh halt, ja, aber schön. Ihr seid gut, aber haut ab von der Bühne. Ja, jetzt habe ich meine Kutte mitgebracht. Was mache ich jetzt mit der, ne? Als einziger. Aber, die ist gut. Die ist geil. Die schmeckt echt lecker. Aber ist halt einfach, kannst du eigentlich fast aus der Wertung rausnehmen, ne? Ich glaube, fairerweise auch. Weil, also. Aber die ist geil. Geil mit dem Würstchen. Richtig, richtig gut. Muss aber mit dem Würstchen kommen. Also, wir haben so die Geheimtipp. Ja. Da sortieren wir die hin. Die ist aber echt geil. Das ist wirklich. Die ist super lecker. Mhm. Also, wer die eingekauft hat, auf jeden Fall Hochachtung. Da. Uns alte Hasen noch mal voll auf den falschen Fuß erwischt. Hochachtung ist aber das richtige Wort. Hammer, aber die ist echt, die ist richtig lecker. Aber nehmen wir leider aus der Wertung raus. Ja, müssen wir eigentlich, ne? Würde ich mal so vorsichtig. Aber wir machen trotzdem natürlich, wir werden sie eintragen und vielleicht können wir sie irgendwie kenntlich machen, was etwas Besonderes. Apropos Besonderes, wann wollen wir denn das Pulled Pork mal? Kannst du einfach reinschmeißen dann schon. Ich meine, wir haben noch gar nicht so viel Zeit, wir müssen uns echt ein bisschen. Ja, wir beeilen uns. Aber 4,99 €. Selbstbewusst im Preis. Na gut, aber da siehst du an den, das sind alles frische Zutaten, sag ich mal vorsichtig. Keine Konservierungsmittel drin, was auch ein großer Vorteil ist. Ja. Aber scheint die Haltbarkeit auch ein bisschen einschränken. Aber die würde bei mir auf jeden Fall relativ schnell auch weg sein, denke ich. Ja, das würde sie. Das würde sie. Kannst auch zu Grill, also kannst du wirklich Grillkäse, alles Mögliche. Also die ist Mozzarella-Sticks, ne? Oh, Mozzarella-Sticks, die guten panierten. Ich gebe mal, das ist in deinem Sinne sicherlich, ne? Weil, so, Zucker, da meintest du ja gerade schon, oh ja. 44, also das ist. Kommt aber auch durch die ganzen, also weil in allen Gemüse und so auch immer viel Zucker dann drin ist. Ich glaube, da brauchst du nicht viel Zuckerzusatz. Ja. Aber Zucker als erstes draufstehen, wie gesagt, das ist halt, um das haltbar zu machen, wahrscheinlich auch. Ja. Ich mache hier einfach mal eine große Klammer.
Weil ich find's unfair, dass sie hier im Gewand eines Barbecue-Teilnehmers sich eine Soße, die geschmacklich eine ganz andere Richtung einschlägt. Dass du gehst ja auch nicht zum Eiskunstlauf als Tennisspieler hinterher und dann sagst, boah, der hat aber super Tennis gespielt. Ja, aber er ist halt Tennisspieler, was macht er beim Eiskunstlauf? Ne, und so streitet sich die Jury bis heute. Trotzdem, ich finde diese Soße so geil, dass ich gebe ihr einfach mal die 10 außer der Reihe. Sorry. Ich würde dir eine 8 geben auf jeden Fall. Aber die ist echt sehr, sehr, sehr geil. Also für Leute, die jetzt nicht Barbecue erwarten, aber wenn man zum Grillen eine schöne Soße braucht und ist ein bisschen natürlich steil vom Preis, aber ich glaube, die ist so in dem Segment, wie die anderen nachher sein werden. Ja, super lecker. Ja, aber ich liebe auch diese Red Pepper Soßen. Das hat ja eben so ein bisschen Chutney, fast schon so marmeladig manchmal, ne? So, geil. Das ist der hohe Zuckeranteil. Ja. Geiler Ja, leider. Das ist, schön als Brotaufstrich zum Frühstück, ne? Ja, wenn es nicht das Fett ist, ist es der Zucker. Es ist wirklich ein Elend. Wir machen weiter mit einem Elend, das sich Mississippi Barbecue nennt. Klingt natürlich erstmal nach, klingt für mich nach, als die ersten Barbecue-Soßen nach Deutschland kamen, musste man mit irgendwas assoziativem amerikanisches Flair. Und dann, ja, Mississippi, machst du einen Dampfer drauf, genau, da kommt der Rauch raus. So, ne? Also, die kennt man aber auch, glaube ich. Ja. Ne? Da gibt es verschiedene Sorten von. Es gibt noch, glaube ich, eine Spicy. Und die sehr geil ist, die ist natürlich auch, dann passend die Schrift in grün, ist mit Apple irgendwas. Mhm. Irgendwie Sour Apple oder so. Und das ist ganz gut, weil ich finde, Frucht auch immer gut zu Barbecue-Soße passt. Und wir hatten das bei den anderen noch nicht so extrem, wie jetzt bei der letzten Nicht-Barbecue-Soße. Mhm. Aber dass dann da noch andere Sachen mit reinspielen. Ja, die ist aber auch schon recht süß. Ja, absolut. Riecht minimal säuerlich, aber auch kaum rauchig. Sehr süß riecht sie auf jeden Fall. Sehr, sehr süß. Kommen wir nämlich, glaube ich, auch schon in die Gefilde, wo wir nicht mehr klassisch Zucker drin haben, sondern sehr viel Brown Sugar, was sich ein bisschen von unserem Zucker abtrennt, weil wir haben ja diesen klassischen, kennst du ja auch nicht, diesen grobkörnigen braunen Zucker. Aber das, was die Amerikaner eigentlich als ihren klassischen Brown Sugar benutzen, ist Packed Sugar. Das wird mit Melasse zusammen noch gemischt. Mhm. Und dann ist der so klebrig. Das kennst du auch schon, dass er so eine feuchte Sandkonsistenz irgendwie hat. Und der schmeckt anders. Also durch die Melasse ist der auch dunkler und hat eine hohe Süße. Oh, High Fructose Corn Syrup. Das ist das, was sehr, sehr bedenklich ist, was wir jetzt auf jeden Fall danach ein Blutbild nehmen. Das ist tatsächlich eine amerikanische, ne? Das ist, glaube ich, nach amerikanischen Rezept. Und dann, jetzt ist das hier nicht. Oder sogar importiert ist die tatsächlich. Achso, bei manchen hast du den Aufkleber auch noch drauf, dass dann, wenn da jetzt High Fructose Corn Syrup draufsteht, dass dann da ein deutsches Äquivalent dann draufsteht. Ah, okay. Aber mit Vorsicht zu genießen. Bin ich mal gespannt. Joa, also, da haben wir wieder eher dieses Flüssige, dieses Ketchup-artige, oder dieses, da kannst du drauf Schlittschuh laufen, glatt, ne? Und nicht diese Mondoberfläche, die ich ja gerne bei tomatenbasierten Soßen mag. Dieses Porige. Wenn es um Hauttypen geht, dann eher nicht, aber in dem Fall, warte mal, ich hole mir noch mal, nee, ich hab noch, wo ist er denn? Da ist er doch. Jetzt bin ich gespannt. So. Ja, konsequent vor. Oder nicht für des Soßengeizes besichtigt werden. Ach, riecht super süß. Ja. Super süß. Und will ich überhaupt nicht. Das wäre so ein Fall für eine Blindverkostung, glaube ich. Lass mich dran schnuppern. Würde ich, glaube ich, nicht initial sagen, ist eine Barbecue-Soße, sondern. Die hat auch auf der Zunge, und wenn du es an die Lippe so hast, hat sie so eine leicht ölige Konsistenz. Ist aber ziemlich sauer, ist die. Und auch ein bisschen scharf. Also die hat mehr Schärfe. Also eher in die Richtung von der Tomi am Anfang. Ja. Und das ist nur die normale. Es gibt noch eine Spicy davon. Also ist schon ein bisschen so. Nochmal, irgendwie ist sie. Erst habe ich gedacht, es ist schon krass. Also kaum rauchig, finde ich. Mhm. Aber echt scharf. Mhm. Sehr süß. Ja, das ist echt so, als ob jemand Chili-Pulver in Marmelade gekippt hat. So ein bisschen ordentlich mit Cayenne angedickt. Also, hat aber angedickt was. Ist gut. Ich fand vom Riechen her, fand ich die jetzt nicht so dolle. Mhm. Vom Geschmack aber besser. Ja, aber ist jetzt auch, ich mag die anderen Varianten davon lieber, muss ich ehrlich gestehen. Also, die ist auch so, aber ja. Ist aber schon, fehlt halt das Rauchige ein bisschen. Es fehlt das Rauchige, ja, aber sie ist trotzdem irgendwie auch geil. So, 3,49 kostet besagter, hier hergestellter Import wahrscheinlich. Aber ich meine auch, dass ich das tatsächlich schon mal in Amerika auch gesehen habe. Ist relativ kostengünstig dabei. Ich würde den Rauchpfeil mal nach schräg unten machen, wenn das in deinem Sinne ist. Mhm.
Zuckertechnisch haben wir ja auch mit 41, definitiv 41,7, einen der eher süßen Vertreter. Mhm. Aber kann ich mir vorstellen, dass der als Marinade tatsächlich ganz gut schmeckt. Ich muss auch gucken, ne? Das ist irgendwie Fructose, Glucose, Tomatenkonzentrat, Zwiebelpulver, Raucharoma, Farbstoff, Gewürze. Also da auch Essig, hoher Anteil dran. Das gibt auch noch ein bisschen Schärfe so mit. Ich habe die 6. Ich muss sagen, ich finde die auch eigentlich, also ich mag die andere von denen lieber, aber ich würde die auch unter der Bullseye einsortieren. Ich würde auch eine 6 geben. Okay. Ja, also ist wirklich, das ist so, da erinnern wir an die gute alte Werbung für den, heute kommt doch Dr. Menke zu Besuch. Ich besorge noch einen Weinbrand. Aber nicht irgendeinen Weinbrand, ne? Was? So riesig werden die Unterschiede ja nicht sein. Riesig nicht, aber fein. Enchanté, am Geschmack erkannt. Na, hören Sie mal, ne? Werbung, mit der ich groß geworden bin, kennst du wahrscheinlich auch noch. Ja. Die gute alte für Enchanté. Und das ist genau das Gleiche, wenn die da steht. Und die Bullseye. Und die Leute sagen, ja, ist doch wurscht, gib mir halt. Und dann sagst du, ja, probier erst mal. Aber du wirst einen riesigen Unterschied geschmacklich feststellen. Also ich finde, die und die Barbe, die Tumi, sind relativ ähnlich so her. Ja, von dem, die gehen so ein bisschen, die reisen so gemeinsam auf denselben Kontinent, ne? Ja, auf dem Chili-Highway. Genau, irgendwann sagen sie so, ich gehe eher dahin und du erst da. Aber gewisse, wir können zusammenfahren, um Geld zu sparen. Aber die Bullseye, die geht in eine ganz andere Richtung. Ja. Über die Tip-Tree brauchen wir nicht reden. Ja, vorsichtig rein. Ja, ich muss noch einmal, gib mir noch einmal, ich will einmal das Brot durchschlonzen. Aber dies, jetzt haben wir die natürlich auch nicht mit. Ich würde auch noch mal kurz mit dem Brot nehmen, weil jetzt neutral. Ich bin froh, dass ich aber auch nur eine 6 gegeben habe. Ist mir einfach ein bisschen doch ein bisschen zu süß in der Basis. Irgendwie. Die hat so einen ganz komischen Nachgeschmack irgendwie. Ich kann das irgendwie nicht richtig. Also was Sirupartiges. Ich weiß, ja. Gut. Weiter geht's mit der Barbecue-Grillsoße von Aldi, die ich, glaube ich, gerade schon in der Hand hielt. Denn sie sagt natürlich, ich verzichte auf alles, was ein schönes Design ausmacht. Und werde das euch beim Preis an der Kasse wissen lassen, warum ich darauf verzichtet habe. Oder? Ist das schön? Ist das. Das ist ein bisschen so wie bei Videospielen, wenn dann irgendwie so ein riesen Flatschen USK-Sticker irgendwie so drauf ist. Ja. Das möchte man nicht sehen, aber es suggeriert natürlich irgendwas Buntes und ist vielleicht ökologisch und hast du nicht gesehen irgendwie. Ja, vor allem das Erste, was du siehst, ist der QR-Code. Also als bist du da über, naja, Barbecue, aber das ist wahrscheinlich auch einfach deren Label oder so. Denn Grillsoßen sind natürlich auch beim Discounter ein Riesenthema. Ja, da sehen wir jetzt aber auch schon die Bezeichnung Honey, die da auf dem Label auftaucht. Mhm. Also würde ich mal gucken, dass die vielleicht so in die Richtung von der Edeka Smoky Barbecue Honey geht. Riech mal dran. Einen ganz eigenen Geruch, oder? Der aber jetzt eher so. Ich stell dir mal vor, jemand macht eine Dose Stapelchips auf. Paprikagewürz. Mhm. So ein. Also habe ich jetzt auch wieder eher als. Aber wie ist es verziehen? Hast du das Gesicht auch aus freien Stücken verzogen? Also, es ist ein bisschen, fällt so zwischen die Stühle. Also, bin gespannt, wie die schmeckt. Weil manchmal ist es auch so, dass einen der Geruchssinn dann so ein bisschen täuscht. Also, jetzt gerade nachdem wir schon ein paar verköstigt haben. Aber die fällt da ein bisschen raus. Ja. Vom Geruch her. Ja, absolut. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die ist ja auf dem Honey Barbecue Zug unterwegs und da hat sie natürlich mit der Edeka-Soße bereits den Vierer-Kandidaten von uns unisono als Konkurrenten an die Seite gestellt bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Ja, der Spaß beim Rausdrücken. Das ist auch immer, ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen, dann, wenn man so einige Sachen dann vielleicht nicht so gut findet, dass man immer denkt, so, ja, nee, die sind das auch gewohnt, dann nur so 16 € Barbecue-Soßen und so. Und dann aber. Ich sehe das auch schon so wie Familie Aldi jetzt. Kommt, sie testen endlich, das sind wir dran. Kommt alle, jetzt ist es soweit. Und dann sitzen sie da und weinen. Boni werden nicht mehr ausgezählt. Man sagt, wir schließen die Filialen, ne? So dieses Hardwood, genauso wird es sein. Also ich habe da mal ein bisschen Angst, dass dann auf einmal so ein Fahndungsplakat am Yorker Aldi dann von mir klebt, dass ich da keinen Zugang mehr habe. Oder wir müssen draußen bleiben, so gleich neben dem Schäferhundbild. So. Das wäre echt so geil, wenn Demonstranten irgendwann auf dem Stuhl. Wir haben unsere Lieblingssoße kaputt gemacht. Ey, da mit einigen Leuten darfst du nicht anlegen. Wir haben damals einen Beitrag
Tag zum Bus-Simulator gemacht. Und du kannst, glaube ich, alles Mögliche dissen oder so. Aber da ja. echt Heugabeln, Fackeln vor der Tür. Ja, mit aber das ist Spaß. Ne, definitiv nicht. Ja? Nach vorne sagen sie, wir sind im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs. Serviceorientiert und pünktlich. Aber kotzt mir nicht auf den Sitz, ne? So, jetzt wollen wir noch mal. Ah, nee, weil wer kommt, Das ist der hier. Wollte schon fast hier vom Protokoll abweichen. Mhm. Nachher dann, das wird man ohnehin nachher noch sehen, dass du einmal einen Löffel da eingedippt hast. Double Dipper. Double Dipper, sehr gut. Okay. So. Die ist sehr, sehr dunkel. Also, es ist ja die dunkelste, würde ich mal sagen. Das finde ich auch per se gar nicht schlecht. Ich mag das Dunkle ja. Aber. Eine ganz eine dünne Angelegenheit, oder? Das ist das Komische, wir essen die jetzt pur, ne? Ich glaube nicht, dass die auf irgendwelchen Sachen so standhalten kann. Ja. Du hast genau diese cremige Konsistenz wieder, die so ein bisschen schmierig ist. Mhm. Zähflüssig, als ob du das so, das ist Honig, das muss so sein. Mhm. Du musst die Viskosität noch ein bisschen anziehen, so mit Stärke, Pulver und sonst im Kram irgendwie. Aber da ist schnell Bye-Bye angesagt, ne? Das auch, hat so eine gewisse Säure auch drin, aber jetzt. Holt mich nicht so ab. Nee. Die ist eher so. Aber weißt du was? Gib mir doch noch mal einmal kurz bitte die Edeka-Soße. Weil das finde ich jetzt spannend. Ich hätte jetzt vom Gefühl gesagt, dass mir die einen Punkt besser schmeckt. Aber vielleicht ist das auch Quatsch. Willst du auch noch mal probieren? Mhm. Okay, dann mache ich einfach mal den hier. Mhm. Die ist richtig. Die hat eine unangenehme Herbheit im Vergleich. Die ist ein Punkt für mich besser. Okay. Mhm. Also, macht jetzt nicht die Welt aus, weil sie ist ein bisschen dünn irgendwie, ne? Geschmacklich wirklich. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, wenn man da jetzt den Brot-Schlons-Test noch gemacht hätte, dann wäre sofort Feierabend gewesen. Ja, nee, geschmacklich. Die hält nicht. Nee. Und das muss man ihr natürlich auch zu Recht ins Zeugnis schreiben. Sie ist natürlich mit 1,19 Euro, und da sind wir wieder mal in Discounter-Kartellbereich, sagen wir mal, unterwegs. Denn hier will man sich gegenseitig nicht unterbieten, aber noch viel weniger will man sich natürlich überbieten. Ja, sind im selben Preissegment wie Edeka. Genau, exakt. Ist jetzt nicht die gut und günstig, sondern da gibt es ja noch die Edeka-Hausmarke, die ist wahrscheinlich dann nochmal. Machen wir den schräg nach unten, würde ich jetzt, oder wo? Ja, würde ich auch sagen. Also ein bisschen rauchig ist es schon. Dann vielleicht Mitte? Ja. Ja, die, wie gesagt, die Tomi fand ich am stärksten bisher. Vom Raucharoma? Ja. Bis auf, ja, bis auf die Bullseye, ja, genau. Ja, komm, dann würde ich auch sagen, wollen wir jetzt hier nicht unwissenschaftlich werden. Und 24 Gramm Zucker. Interessant. Ich gebe hier mal die 5. Was gibst du? Ich gebe dir eine 3. Ich fand die bisher wirklich am schwächsten. Von denen. Ich fand, die Edeka hatte noch mehr Charakter. Ja. Das aber stimmt. Bei dem Zucker finde ich das auch interessant. Also gut, das ist jetzt natürlich, wir sehen gerade, welche Soßen deutlich in dem höheren Segment sind und dass bei uns da mehr drauf geachtet wird. Also anscheinend gibt es da von der Lebensmittelkontrolle eher auf die Füße dann, wenn du bei uns den Zuckergehalt zu hoch prügelst und bei den importierten Soßen. Ist, glaube ich, ehrlich gesagt auch. Sind da Zahnfleischbluten. Ja. Aber vielleicht, wenn ich mir jetzt aber nur mal vorstellen würde, die würden jetzt in diese Aldi-Soße, sagen wir mal, auf die 44 gehen. Also nochmal 20 Gramm Zucker mehr, wie die dann schmecken würde. Also nicht zwingend 20 Gramm besser, wäre jetzt meine Theorie. Nee. Aber es ist, kann durchaus sein, so, dass man, wenn man völlig frei aufkochen darf und sagt, mach einfach, soll nur perfekt schmecken, dann kriegst du vielleicht eher die Zuckermonster. Mhm. Und wenn du natürlich da schon so ein bisschen. Aber da siehst du auch schon wieder, ne? Ich meine, bei den anderen, die arbeiten mit Geschmacksaromen, mit Essig, Zucker, das probieren, das auszubalancieren und so. Und dass diese hervorragende Zip-Tree-Soße das alles mit natürlichen Stoffen schafft, da wirklich irgendwie was reinzubringen. Das ist jetzt die. Und die hast du mir auch mal angeboten. Beziehungsweise empfohlen, viele andere auch, im damaligen Twitter-Ding. Und die war auch sehr, aber nicht als Hot and Spicy, glaube ich, sondern nur als normale. Ah, okay. Glaube ich, dass ich die, weil ich damals ja, ich wollte ja das Puristische, ne? Also das, gibt's irgendwo, bitte lass hier irgendwo, ne? Das dachte ich vorhin auch schon so. Wir brauchen wahrscheinlich 50% der Sendung dafür, die Dinge aufzukriegen. Ach, Glück gehabt. Aber hier gibt's auch keine Ratschekante, ne? Hat's einfach nicht. Willst du mal was dazu sagen im Vorfeld? Also ich habe damals verschiedene Sachen beim Handelshof und bei der Metro, kaufe ich öfter mal ein.
pfeffrig-riecht sie ein bisschen. Ne? Mhm. Ein bisschen schärfer schon. Mhm. Da habe ich einfach mal ein paar verschiedene mitgenommen, um das zu testen, so nach und nach. Und die ist bei mir auch hängen geblieben. Mhm. Also die habe ich auch zu Hause im Kühlschrank dann stehen. Das ist natürlich ein bisschen unfair. Die war auch relativ stückig, ne? Mhm. Also da hast du wirklich noch so kleine Nupsis drin gehabt, die nicht weggezüngelt werden konnten, sondern die so eine gewisse Bissfestigkeit noch hatten. Aber jetzt nicht im Sinne von, oh, die ist aber auch sehr flüssig. Hast du wahrscheinlich die andere gehabt dann. Die ist hier, ja. Lässt sich auch super zum Bestreichen von Fleisch und so nehmen. Also das ist so eine deiner Favoriten. Einer, ne? Ja, muss ich leider sagen. Das, ja, das ist doch. Mal gucken, ob es jetzt immer noch dein Favorit ist. Weil wie gesagt, Hot and Spicy ist es jetzt. Ich glaube, es gibt davon auch eine ganz normale. Ja? Also wenn ich schon nicht mehr bei Aldi rein darf, kann ich wenigstens nach Australien reisen, wenn ich die jetzt gut finde. Mhm. Ja, ich wusste gar nicht, Australien, ja gut. Keine Ahnung, ich kenne mich mit den Barbecue-Kulturen aber auch nicht so richtig aus. Ja, USA ist natürlich so federführend. Ne? Ich meine, ja, das was ich jetzt auch. Möchtest du oder? Ja, die Bacan heißt die, glaube ich, irgendwie, oder Bacon. Das ist eine japanische Soße, die konnte ich leider nicht mehr besorgen. Mhm. Korea hat zum Beispiel auch eine sehr extrem große Barbecue-Szene natürlich. Mhm. So, aber da habe ich jetzt auch nichts von normal im Kühlschrank stehen. So. Zu meiner Nase eingetippt. Oh Gott, ich bin zu. Geil. Also, das Stückige ist drin. Mhm. Die ist scharf. Ich finde die aber vom Grundgeschmack ziemlich ähnlich wie die Bullseye. Mhm. Also die sind so eine Intensitätsfamilie. Nur hier sagt ihr natürlich, mein USP ist die Superschärfe, die da rauskommt. Das ist wie gesagt nicht, es gibt glaube ich die neutralen noch. Wir hatten bei der Bullseye, das wäre dann vergleichbar gewesen, auch mit der Hot and Spicy wahrscheinlich eher. Aber du hast richtig gesagt, hier kommt so eine pfeffrige Note mit durch. So ein bisschen wie frisch gemahlener Pfeffer, weißt du? Dass du den wahrnimmst, weil das einfach ein bisschen die Zunge kitzelt. Ja. So. Finde ich super gut. Also, aber die ist aber richtig scharf. Also ich finde jetzt für einen Supermarkt in Anführungsstrichen Produkt. Die ist auch sehr, sehr. Ist gut. Die hat wirklich so einen scharfen Abgang, hat die auf jeden Fall. Aber hier steht zum Beispiel dann, ja gut, Hot und Spicy, aber hier ist Honig auch mit drin. Mhm. Und Rauch, muss ich sagen, riecht man nicht so intensiv. Aber das auch wieder. Wir haben die jetzt pur gegessen. Ich glaube, sobald du die benutzt, wofür sie benutzt wird, ist das, glaube ich, gut austariert. Mhm. Wenn du noch Würstchen möchtest, ich glaube, ich brauche die Würstchen gar nicht. Mir reicht das pure und das Brot. Ja. Das Pulled Pork nimmst du mir nach Hause. Nee, das machen wir jetzt gleich. Keine Sorge. Ich weiß, ihr wartet nur, wann macht das endlich? Wann macht das endlich? Und machen wir auch. Müssen wir doch nicht machen. Ich finde das doch auch ganz gut, wenn wir jetzt alles so neutral essen. Ja, aber ich habe Bock, noch Pulled Pork zu essen. Ja, dann ist das nachher zu Hause zum Abendbrot. Aber das kann ich doch nicht bringen, wenn die Kamera läuft. Das können wir doch nicht mehr rausschneiden. Ich verspreche hier was. So, wir machen. Hallo, herzlich willkommen zu Löffel Messer Gäbel. Wir Würstchenbrot und Barbecue-Soßen verkosten wir heute hier mit Marc Töfs. Das ist auch ein Anfängerfehler von dir, oder? Ja, ich verspreche aber immer Dinge, die ich nicht halten kann. So bist du doch hier gelandet, oder nicht? Ja, absolut. Ich habe damals auch, ne, so wie bei, ich weiß noch, wie ich von Arno persönlich gecastet wurde, auch dann nur den guten alten Spruch, so vor Ihnen steht der neue Frank Elstner gebracht hat, so wie damals bei Kein Pardon. Und da hatte ich den Job. Vielleicht auch, weil das ein Pappaufsteller von Arno war. Vielleicht auch, weil das alles Quatsch war. So, wir machen weiter. 5,79. Preislich definitiv. Ist aber richtig teuer. Ich glaube, die wird auch nur erst immer. Ich glaube, beim Handelshof ist die auch irgendwie in dem Segment. Da sind die anderen jetzt aber auch alle. Mhm. Noch eine, die, glaube ich, deutlich teurer ist. Aber es wird ja die Frage, ne? Lohnt sich das so für einen selber so? Also, ich glaube, es kommt, wenn du Gäste im Haus hast, dann würde ich eher zu Aldi gehen. Wenn du alleine isst, dann holst du die gute raus. Bei mir wäre das eher andersrum. Ja, ich kann das einfach nicht. Ich habe da immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann da irgendwelchen Fusel oder so anbiete, dann den Gästen. Ja, ist doch schön. Deswegen lasse ich mich ja gern von dir mal einladen. Ja, ich habe auch immer Angst, dass wir bei mir einziehen sind. Ja, gut, haben schon viele Angst vor. Das Internet ist wahrscheinlich zu schlecht. Dass wir bei Ihnen einziehen, ja. Ja, ihr mit eurer Anime-Manga-Liebe, ne? So, 1,63. Nicht so teuer wie die Wilkin & Sons Barbecue-Soße. Ja, aber und homemade, ne? Ja. Also Rauchigkeit, ich würde sie unter der Bullseye anordnen, aber eigentlich schon sehr. Wir müssen ja schräg nach oben. Ich würde auch schräg nach oben geben. Und zuckertechnisch sind wir hier bei 37. Mann, das ist aber die leckeren auch immer so. Aber egal was. Gleich danach der Sendung erstmal Gino anrufen. Gino, ich brauch dich wieder. Was? Neue Aufzeichnung gehabt? Pass mal auf, ich bin jetzt mal ganz großkotzig und gebe hier eine 8. Ich gib dir eine 9. Eine 9. Die ist wirklich super. Die ist richtig lecker. Und ich muss auch sagen, die schmeckt einen Tacken weniger
intensiv als die Bullseye. Mhm. Und das finde ich aber eher gut in diesem Fall auch. Also dadurch ist sie noch so ein bisschen. Man möchte Schärfe. Noch mehr davon. Ja, ja, die Schärfe. Das, ne? Also, das ist keine Nachschärfe. Also das bedeutet, auf Tafel 1 haben wir gerade hier einen ganz klaren Favoriten. Gefolgt. Ja, und die Wilkin & Sons, die ist, wie gesagt, außer Konkurrenz. So, wir machen mal direkt weiter. Aber das wollte ich auch noch mal gerade sagen. Ne? Es gibt ja so verschiedene Arten von Schärfe. Es gibt Leute, die sich da irgendwie den Gaumen betäuben mit so einigen Soßen, wo du keinen Geschmack mehr drin hast. Und das ist Quatsch. Das ist scharf, hat so eine spicige Note, aber ist immer noch geschmackvoll. Du schmeckst halt immer noch Tomate, Chili irgendwie durch. Und ich finde, das Schlimmste ist echt Tabasco für mich, weil da einfach dieser Essiggehalt so hoch ist. Ja, fürchterlich. Kann das nicht zum Würzen benutzen. Also so, und deswegen bist du auch wahrscheinlich ein großer Freund von der Cholula Hot Sauce, ne? Mhm. So, das ist nämlich das Geile, die Geile. Und da habe ich es schon erzählt. Kurze Anekdote. Guckst du Dexter? Oder hast du mal Dexter geguckt? Ich habe Dexter geguckt, ich habe aber das irgendwann, also ich habe es zu Ende geguckt, aber dann jetzt die neuen wollte ich nicht mehr gucken dann. Es ist nicht so schlimm. Die neue ist aber ziemlich, ist wirklich gut, der Reboot. Aber darum geht's gar nicht. Doch, darum geht's auch. Denn in dem Vorspann von Dexter, da macht er sich ja auch immer Frühstück. Mhm. Es ist immer dieses, oh, bringt er jemanden um oder macht er sich was zu essen? Mhm. Diese. Und da kippt er auch so Hot Sauce auf das Ei-Steak, was er sich da macht, wie auch immer. Und bei der Hot Sauce habe ich immer gedacht, boah, die sieht wirklich aus wie genau diese Chipotle. So leicht wässrig, stückig, ist ja auch eine dünne, aber die hat nicht diese super krasse Tabasco-Essig-Note. Mhm. Und krieg dabei auch immer Appetit, wenn ich das sehe oder gesehen habe. Neue Staffel. Er und sein Sohn sitzen und frühstücken. Rührei, etc. pp. Und was steht auf dem Tisch? Die Chipotle Hot Sauce. nicht Chipotle, Cholula. Chipotle. Mhm. Und sie essen beide davon. Prominent, man sieht sie, also wahrscheinlich ein Product Placement. Aber genau das passende, so hat sich der Kreis geschlossen. Die Soße, die ich seit Jahren mir immer wieder aus Amerika, die ist ein Dauergast bei mir im Kühlschrank. Ja, nicht Frank's Hot Sauce, die Klassiker? Also das ist ja das, was eigentlich alle mal so. Habe ich wahrscheinlich noch nie probiert. Das ist so der Standard gewesen, den man auch, wenn man selber Soßen macht oder so mal als Basis dafür nimmt, wenn man da ein bisschen was reinhaben möchte. Probiere ich mal aus. Also, klingt gut. Aber ich finde die schon, die ist halt eben scharf. Auch würzig, aber eben nicht so säuerlich. Apropos säuerlich, Old Texas Chipotle, deswegen kam ich auch gerade drauf. Also Cholula Hot Sauce habe ich schon ganz häufig für gedingst. Was war's? Old Texas, ne? Mhm. Old Texas Town, die Westernstadt liegt mit. Ja, komm, sing mit. Cowboys feiern überall. Das hört sich für mich nach Truckstop an. Ist Truckstop. Old Texas Town, die Westernstadt liegt mitten in Berlin. Cowboys feiern überall, egal wohin sie ziehen. Sie haben Spaß am Feiern und einen neuen Spleen. Old Texas Town, die Westernstadt, liegt mitten in Berlin. Das fragt mich nicht, warum ich diese Textsicherheit. In einem Studio in Maschen gleich bei der Autobahn. In einem Studio in Maschen. Das ist dann das erste Mal, glaube ich, in der ZDF-Hitparade damals gesehen, so zu irgendwelchen Unzeiten, so wo dann noch eine 19 beim Datum steht. ja, ist hängen geblieben. Das war so. Ja, es ist bei mir auch hängen geblieben. Kennst du die? Die hatte ich auch schon mal, aber war jetzt nicht welche, die ich mir eigentlich wieder geholt habe, um es vorsichtig zu sagen. Also es ist nicht schlecht, aber. Bisschen rauchig, bisschen spitz, also ein bisschen wie Schwarzpulver, Böller. Bei mir kommt der Knoblauchgeruch durch. Knoblauchgranulat hat das ein bisschen so Geruch. Kommt so ein ganz bisschen Böller-Romantik? Das kommt von deinen Händen noch vom Schwarzen. Ja, okay, das kommt definitiv. Ich habe ja meine eigene Manufaktur im Hinterhof. Ne? Ich muss ja jetzt schon anfangen, für Dezember zu basteln. Ich kann sagen, ne? So. Gibt wieder nichts zu kaufen, da muss man selber die Hand anlegen. Sack, dieses Scheißding hier. Das wird nämlich gleich wie die Soße da reinschwappen. Ah. Mann, ey, warum könnt ihr denn nicht einfach so eine richtige Abrisslasche machen? Ja, schütt erstmal ein, das machen wir uns gleich. Machen wir off-camera. So. Warte mal, wollen wir einmal kurz erstmal die Beiseite schieben? Ich muss hier, glaube ich, ein bisschen mal umplatzieren. Ja. Mach das mal so einfach, die können wir nachher noch mal durchgucken. So, bin ich mal gespannt. Die kenne ich nicht. Wie gesagt, es geht für mich so in diese Mississippi, wenn da so, keine Ahnung, ist ein Cowboy drauf, Texas Original, das klingt für mich sofort nach Touri-Falle. Verstehst du? Ja. So, das ist zu offensichtlich. Ja, genau. Aber es muss es ja nicht sein. Da ist auch die Tiptree ist so ein bisschen Understatement, obwohl Barbecue draufsteht, aber. Ja. Ja, aber die hat sich hier reingemogelt. Das muss man einfach noch mal. Ja, die riecht doll nach Knoblauch, wirklich. Mhm. Aber sieht eigentlich ganz appetitlich aus, muss ich sagen. Sind auch so ein bisschen so Kräuter dagegen, so ein bisschen noch was drin. So zwischen glatt und perlig ist es eine gute, gute Kombi. So, dann wollen wir mal. Oh, schön stückig. Da merkt man auf jeden Fall den Mann mit Tim.
Schön stückig. Ich mag's nicht immer, also stückig ist nicht immer meins, aber als Kind mochte ich auch, habe ich Orangensaft mit Fruchtfleisch gehasst. Mittlerweile mag ich es lieber. Man ändert. Bis du dann festgestellt hast, dass gar kein Fruchtfleisch drin ist und der Orangensaft mal länger im Kühlschrank stand. Genau. Da hat die schöne Bodenpelzigkeit sich abgelöst. Es kratzt am Gaumen. Ja. Ich muss husten leicht, aber na, Atemschwierigkeiten, aber alles gut. Oh! Oh Gott! Knobinger auf jeden Fall. Das sind da Knoblauchstücke drin? Ja. Ich habe das gar nicht mehr so nennen. Ist sehr stückig. Ach, du meine Güte. Also, es ist definitiv, wenn du heute nichts mehr vorhast, dann kannst du noch einen Nachschlag nehmen. Ja, Knoblauchgranulat, ja, okay, gut. Aber irgendwie auch geil, ist auch scharf. Chipotle hat, drin, ja? Ja. Aber, eieieiei. Ich finde die aber auch geil. Die ist aber auch scharf. Die ist ja scharf, hat aber einen ordentlichen. Gefällt mir. Finde ich, sieht auch lecker aus. Das ist schon. Mhm. Das Chipotle kommt. Auf jeden Fall dieses. Ich höre die Hillbillys schon ihre Fiedeln spannen. Da wächst dir sofort ein Bukuhila, ne? Brauchst du aber auch nicht so wahnsinnig viel von, ne? Ich finde die eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Dann auf zur Wertung. Auf zur Wertung. Auf in die Bibliothek. Ist aber auch sehr speziell. Das ist wieder so eine, immer noch, wenn du einfach Gäste hast und ein bisschen Barbecue-Soße anbieten, wäre ich immer noch bei der Australian oder bei der Bullseye, weil die eben so normal ist. Ja. Aber die ist dann schon so ein bisschen, wenn du es ein bisschen anders haben möchtest. Für fortgeschrittene Knoblauchfans. Ja. Oh, herrlich. Aber ich stehe auch drauf. Schaf und Knoblauch. Ach Gott. Das könnte auch eine Comedy-Show sein, ne? Hm. Heute bei Schaf und Knoblauch. Oh. Im Zug ohne Klimaanlage. Aber stinkt das hier so? Schaf und Knoblauch sind da. Oh nein! Naja, ich schweife ab. 4,79, 1,05 Euro. Zucker, 24. Rauchigkeit. Boah. Für mich so ein Medium. Mhm. Ich wäre Medium, ja, auch Medium, oder? Medium würde ich auch sagen, ja. Aber fruchtig ist sie auch, deswegen. Also auch wieder. Das ist für mich ein 7er-Kandidat. Auch, würde ich auch sagen. Ja? Ja, absolut. Ja, guck mal. So, direkt weitermachen. So, jetzt kommt laut Liste bei der Stubbs. Guck mal, wir haben jetzt so viele verschiedene Stubbs. Ich würde fast sagen, wir konzentrieren uns auf eine Stubbs, oder? Ja, ich würde sagen, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen unfair, weil wir dann ein bisschen aus dem. Und ich nicht weiß, ob du ein Freund von süßeren Soßen jetzt so wirklich bist, aber die Dr. Pepper ist einfach echt ein Killer. Also die kriegt man. Also ich habe die wirklich nur bei uns im Handelshof gefunden. Ach, die ist aus deinem. Okay. Die ist aus meinem Kühlschrank jetzt, genau. Ah, ich hätte noch eine andere mitgebracht, aber ich dachte so, da kann nichts schief gehen bei. Warte, ich guck mal. Mindestens haltbar bis. Ja, gut, geht noch. Und ist überklebt. Und ist wirklich ein Import. Ich glaube, das ist ein Import. Das ist auch diese. Wenn man da mal guckt, irgendwie gibt es eine schöne Historie über Herrn Stubbleton, heißt der, glaube ich. Wir machen jetzt beide. Obwohl, nee, komm, lass die ist noch. Nee, ich glaube, dann ja. Ich glaube, mit der sind wir dann auch. Sonst, das ist ja auch unfair, genau. Aber ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd, dass ich ja schon gesagt habe, aber die gehört auch auf jeden Fall zu meinen absoluten Top-Dinger. Aber die ist sehr speziell. Boah. Das ist ja fast, wenn du mir jetzt sagst, wir sind in einer Konditorei, such dir mal ein Stück Kuchen aus. So, jetzt, ne? Ja, Dr. Pepper halt, ne? Also, wenn du die nicht magst, dann ist die vielleicht bei dir auch so ein bisschen außerhalb der Range. Aber für mich ist das wirklich. Und ich habe eine Zeit lang, als ich noch keinen Smoker hatte, habe ich das immer so Fake Pulled Pork gemacht im Drucktopf, weil das schnell geht. Mhm. Das habe ich immer in Dr. Pepper oder in Cherry Coke gemacht, als Flüssigkeit. Mhm. Und daran erinnert mich, ich mag das so gerne. Das ist jetzt natürlich echt ein bisschen knüppelig und sehr speziell, aber. Das stimmt. Das riechst du schon. Also. Da riecht man auf jeden Fall, das ist ein sehr spezieller Abstieg in die Bandkreise der Hölle. Oder auch nicht. Hier, das werden wir jetzt rauskriegen. Ich bin gespannt. Ja, du weißt natürlich, wie sie schmeckt. Also wenn die Hölle so zuckrig ist, dann habe ich auf jeden Fall auch schon mein Ticket gebucht. Dr. Pepper, ich bin auch echt kein Dr. Pepper-Fan. Ich sag's lieber vorher, damit ich mich hinterher nicht heißt. Müssen wir notfalls die andere Stubbs doch noch aufmachen, um da die Ehre zu halten. Weil, also könnte ich jetzt auch zum Nachtisch essen. So. Okay, jetzt bin ich gespannt. Die hat ein ganz leichtes, rauchiges Aroma, weil der Zucker so reinbollert mit der Doppelfaust.
Tut er. Also der erste Geschmack, der ist echt krass Dr. Pepperig. Danach wird's aber besser. Das ist echt, boah, da tue ich mir jetzt total schwer. Du darfst, darfst sie gerne komplett zerreißen, aber das ist echt so eine meiner absoluten favorisierten Soßen. Die hatte ich auch bei den Rippchen, die ich gemacht hatte, zu Ostern, hatte ich das auch drauf dann so. Und das ist natürlich echt noch mal eine ganz andere Note. Ne? Also, ich glaube, die anderen, wenn du die drauf machst, also vom Spektrum von extrem süß zu extrem scharf, wie halt die, also siehst du, das sind die beiden, die in meinem Kühlschrank drin stehen. Mhm. Also dann merkst du schon, ja, ne? Das absolut, ist halt, da hast du, genau. Das komplette Spektrum ausgenutzt, ja. Dann kannst du vielleicht noch eine Bulls irgendwie in der Mitte platzieren. Ja, genau. So. Aber wenn du halt so drei Dinger im Kühlschrank haben müsstest, so der Zahnzieher, so der einem irgendwie den Schweiß auf die Stirn treibt und der neutrale Bullseye-Freund. Ich mag deine Bilder, ich kann damit komplett connecten. Aber damit, es ist echt, aber ich bin auch überhaupt nicht so ein Cherry Coke. Also wenn du im Lexikon nach dem Wort grenzwertig guckst, findest du ein Bild von der Dr. Pepper Soße. Da würde ich jetzt fast keine Wertung geben wollen, weil ich da so... Okay, nein, absolut. Nein, also erst habe ich gedacht, Halleluja. Und dann habe ich gedacht, oh, nicht schlecht. Also ich glaube, man kann sich auch dran gewöhnen. Man muss nur wissen, worauf man sich einlässt. Und wenn man es Dr. Pepper nicht unbedingt liebt, dann weiß man das, worauf man sich einlässt, vielleicht erst nach der dritten Flasche oder so. Ja, das ist so, als wenn du irgendwas isst und dann sind da Anchovies drin und du denkst dann so, oh, okay, ja, die Pizza geht mal wieder zurück in den Eimer. Zurück in den Eimer, wo sie hergekommen ist, genau. Boah, ist echt immer noch wirklich, als ob du Nachtisch gegessen hast, ne? Boah. Ja, ich dachte vielleicht auch, dass es jetzt natürlich die neutrale wäre vielleicht besser gewesen, so zum Testen, aber. Ja, bleiben wir erstmal bei der. Ich würde sagen, die neutrale überspringen wir und gucken mal, wo wir hinterher landen. Ja. Also, was haben wir an der Rauchigkeitsfront? Was würdest du sagen? Ich würde es schräg nach unten sagen. Die ist nicht so stark rauchig, aber das, weil der Zucker so hart durchkommt. Und bei mir wäre es ein 9 auf jeden Fall. Okay, krass. Ich möchte. Ey, es ist. Aber das ist auch, ne, wenn wir diese Wertung nachher sozusagen, wenn die Zuschauer die sehen, das heißt jetzt nicht, dass 9 bei mir bedeutet, dass sie jedem schmeckt. Nein, das ist schon. Deswegen ist es ja ein Geschmackstest. Wir lassen ja keine Roboter hier verkosten. Auch wenn wir das natürlich so präzise machen, dass man uns durchaus maschinelle Fähigkeiten unterstellen könnte. Ja. Ich gebe hier einfach mal eine salomonische 5 in Klammern. Weil ich glaube, ich werde mich dran gewöhnen können. Glaube ich tatsächlich. Aber ich weiß, ich werde mich an diese Sendung erinnern. Wenn ich da mal davor stehe und ich werde es nicht kaufen, weil das ist mir dafür zu krass. Das ist wirklich Dr. Pepper meets Barbecue-Soße irgendwie. Gesagt, aber für Freunde des Barbecue, also wer auf die neutralen Sachen steht, ich denke, wenn wir die normale verkostet hätten, wäre das auch so ein 8er-Kandidat gewesen. Also das kann sein, ganz sicher. Sieht man ja auch mal, genau. Wir machen weiter mit der, wir überspringen mal einmal die, ne? Ja, wir machen Sonoma Ranchers. Mhm. Wo haben wir? Ah, hier. Ich hoffe, dass wir alle noch machen können. Also, kennst du die? Hast du die auch mitgebracht? Die habe ich auch mitgebracht. Und die würde ich auch, du siehst auch an den Flaschen, dass man dann denken könnte, ist so ein bisschen wie beim Discounter. Die benutzen alle ein ähnliches Rezept und sie sind alle so auf einem Level. Mhm. Jetzt kann die so richtig rausstreichen, außer die Dr. Pepper jetzt, aber. Jetzt bin ich gespannt. Ich mag die Flaschen. Die gefallen mir. Die sind schön. Ist es aber eine andere Manufaktur, ne? Weil ja ungefähr, oder um genau zu sein, Deckel, nicht so ungefähr an, exakt so die gleichen. Also Family Recipe. Mhm. Da haben wir auch wieder, Knoblauch kommt sehr stark durch, finde ich. Mhm. Also eigentlich ähnlich. Ja, ich finde, die sind sich nicht. Da hat er wieder hier einen hingelegt. Ja, die ist halt so flüssig. Oh ja, da ist aber was für die Rauchfront, glaube ich. Ja. Okay, ich bin gespannt. Los geht's. Das ist jetzt eine. Auch eine importierte, ne? Oh, da sehen wir auch schon wieder die Stückigkeit. Aber es ist auch flüssig. Ist das auch eine, die mir deswegen gut. Obwohl die Stückigkeit für Marinaden ist wahrscheinlich. Ja, auch immer nicht so gut, ne? Also bei der ist jetzt auch keine, die bei mir im Kühlschrank stehen würde. Die ist nicht schlecht. Aber wenn du dann eine von denen kaufst, und die sind ja alle im selben Preissegment, würde ich halt immer eine nehmen, die ich lieber mag als das. Ja, das ist ja auch ein gutes Argument. Aber ich glaube immer. Aber sie sieht gut aus. Ich mag sie. Von der Farbe. Immer spaßeshalber. Das ist jetzt auch. Ist ein bisschen dunkel, aber du siehst auch, guck mal, von der ganzen Struktur her auch mit den ganzen Sachen drin. Sehr rauchig. Nicht überwürzt. Also da muss jetzt kommen die Red Bull, nicht Red Bull, Bullseye, fast schon
überwürzt vor. Mhm. Gut mit Frischkäse. Als Solokünstler möglicherweise ein bisschen zu extrem. Aber ich finde es sehr lecker. Also ich muss auch sagen, ich hatte sie anders in Erinnerung ein bisschen. Was mir an der sehr gefällt, die ist sehr tomatig und aromatisch. Mhm. Die ist halt so, die hat wirklich mal so richtig Frucht noch so mehr drin. Mhm. Ich finde immer diese Knoblauch-Granulatstückchen, die dann da irgendwie drin sind, ein bisschen verräterisch. Aber ja, finde ich auch sehr, sehr lecker. Also finde ich jetzt zum Beispiel auch besser als die Old Texas, muss ich sagen. Mhm. Muss aber auch ordentlich von drauflegen. Mhm. Weil sie ein bisschen. Oh, die ist aber lecker. Die mag ich sehr gerne. Ich finde, sie hat auch so einen richtig schönen noch so Rauch damit drin, ne? Hm. Super. Finde ich gut. Aber im Brot ist sie auch so ganz schnell weg, weil sie nicht so wahnsinnig intensiv ist. Also sie ist sehr, sehr lecker, rauchig und abgewogen, ausgewogen. Aber da müsste man ein bisschen mehr auftragen dann auch, ne? Genau. Das ist das, was ich da zu bemängeln hätte. Höchstens. Aber das ist auch Mängeln, also. Mängel wie in einer Mangelei. Oder wie heißt das nochmal? Weißt du, Mangel? Mhm. Nennt man das Mangelei? Ach, ist egal. So, das ist die Geek. Die ist schön. 4,99. Ah ja, okay. Hattest du die auch mitgebracht, sagst du? Mhm. Das ist ja toll. Weil sie sehr gut ist. Hier haben wir eine Rundungsproblematik, aber die soll uns mal nicht weiter ärgern. 24. Das ist dann kein Dr. Pepper. Ich würde fast, also ich, für mich ist es bisher die rauchigste, muss ich sagen. Er wird auch noch schräg nach oben gehen, weil ich weiß jetzt nicht, ob eine Stärke kommt, aber die ist auf jeden Fall am rauchigsten mit gewesen. Und die hat mir echt gut geschmeckt. Ich schwanke zwischen 7 und 8. Ich würde eine 8 sogar geben. Ja, jetzt. Ich glaube ich auch. Also ich hatte die nicht mehr so gut in Erinnerung, weil es aber auch das Typische. Dann nimmst du halt ein paar mit, ist so ein bisschen durcheinander, aber. Ja, das ist ja auch das Schöne, wenn man da mal überrascht wird oder wieder erinnert wird an Dinge, die einmal so köstlich geschmeckt haben. Ich finde gerade, also weil diese vergleichbar sind, die Old Texas Chipotle und dann die jetzt irgendwie, da finde ich die deutlich besser. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil du siehst schon, dass die beide auf einem relativ hohen Level schon sind. Räum das Level bitte mal zur Seite. Ich nehme die nächste. Wir machen nämlich jetzt weiter mit der Stokes Barbecue Original. Die habe ich fast vergessen auf der Liste, auch die ich geschrieben hatte, weil die ist bei mir mal so ein bisschen, geht die mal unter. Kenne ich nicht, ist auch ein Import. Mhm. Aha. Da gibt es auch sehr, sehr viele verschiedene Varianten von. Das ist die Frage, welche ich damals gegessen habe. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ach so, das ist also keine, die du standardmäßig hast. Du kennst sie, du hast sie schon gegessen. Ich kenne die, Volker hat die ganz oft irgendwie bei sich. Und der hat immer die Stubbs und die Stokes hat er immer gehabt. Und die habe ich einfach vergessen dann irgendwie so. Deswegen habe ich die aber nochmal geholt. Oh. Riecht offenbar auch eigen. Mhm. Die riechen mal sehr, sehr fruchtig. Die haben eine extrem hohe Fruchtnote drin. Mhm. So ein bisschen vom Geruch her, er gibt mir noch mal eine andere. Ist so, ne? Eher so Ketchup-artig würde ich die jetzt auch so mit einstufen. Und da. So. Ein bisschen zickig ist sie auch. Ja, aber ist okay. Kommt. So lange müssen wir. Komm, komm. Oh Gott. Ja, guck, aber die ist so zähflüssig, die geht auch beim Händewaschen nicht ab. Ja, finde ich aber gut. Ich mag das ja. Ich mag das, wenn man sagt, dass das Brot so grob durchschlonzen kann und es bleibt einfach ordentlich was hängen. So, und du musst nicht so, oh nein, es fließt, oh Gott, da schon wieder seitlich runter, oh Gott, ich muss wieder kippen. Da musst du wahrscheinlich eher aufpassen, dass du die Schüssel nicht mitnimmst, dann am Brot dranhängen hast. Dann das könnte sein, ja. Hohen Klebkraft. Die ist nämlich extrem, ich glaube, das ist so die dickste, ne, bisher so. Also so, weil so eine schöne Schlumpfmütze, wie wir hier einmal zur Seite kippend haben, hat mir, glaube ich, bisher keine Ahnung. Ist auch sehr dunkel. Mhm. Boah, die ist auch so ein. Es könnte auch Stokes Famous Blood Sauce sein, ne? Ein bisschen. Echt schon so Tomatenmark und so ähnlich. Aber finde ich sympathisch. Ist nicht so rauchig. Aber ich glaube, die wird auch wieder süß. Aber da sind wir wieder bei diesem Sirup-Melasse-artigen. Würde ich mal so sagen, jetzt einfach so auf blind gedingst. Oh, die hat doch gar keinen. Ah, die hat hier, lustigerweise auf Deutsch, auch Honig drin. Brandwein, Essig, Rohrzuckersirup. Ah, okay, gut. Deswegen wahrscheinlich ein bisschen. Bessere Inhaltsstoffe so, als jetzt High Fructose Corn Syrup, der dich dann irgendwie killt und das ist wahrscheinlich das Einzige, was von deinem Körper neben ein paar Knochen und Zähnen übrig bleibt. Knoblauchpulver auch wieder drin. Xanthan als Stabilisator, das benutze ich auch voll oft für Speisen. Ich habe mich da mal früher gegen gewehrt, so eine Sachen zu nehmen, Xanthan Gum. Mhm. Das benutze ich zum Beispiel für Eis. Das unterbindet halt die Kristallbildung bei Eis, wenn das dann so richtig so eklig wird im Kühlschrank. Okay. Und wenn du es länger im Kühlschrank drin hast, ist es immer noch cremig. Und Xanthan ist auch, um Sachen anzudicken. Wo kauft man denn Xanthan? In der Apotheke? Kannst du überall, eigentlich in normalen Läden, so Drogerien und so auch kaufen. Ja, okay. In einem Gum.
Aber echt super. Also es ist jetzt auch ein bisschen verpönt, aber ich benutze es auch für Soßen und zum Andicken. Besser als stärker dann. Super Tomatenketchup-mäßig, ne? Aber süß halt auch. Aber geil auch. Aber auch wieder so eine ganz leichte ölige Note auf der Zunge. Und wenn du es so gegen die Lippe und gegen den Gaumen drückst, so, merkst du, dass es so ein bisschen glitschig ist irgendwie. Ja. Aber. Finde ich super lecker auch. Ist für mich zu ketchupig. Ja, es ist sehr so Ketchup-Tomatenmark-mäßig. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin. Aber das war auch der Sinn der Sache, dass man wirklich so eine schöne Bandbreite an Sachen hat. Ne? Wir haben am Anfang, glaube ich, relativ viel, sag ich mal, die normalen klassischen Soßen gehabt, so. Wo ein paar rausstechen, aber nur durch Schärfe und ein bisschen Säure. Und jetzt kommen wir so in die Richtung, wo dann so ganz andere Geschmacksaromen. Ja, jetzt kommen die spannenderen hier, ne? Das muss ich auch sagen. Und ich finde, die hat eine sehr außergewöhnliche Textur, das hast du ja schon gesagt, auch, als du die raufgepackt hast, dass sie eher so tomatenmäßig so drin ist, so. Finde ich richtig geil. Hier ist ein nicht die ketchupig so. Ja, ist eben nicht der Lexikon-Eintrag Barbecue-Soße. Absolut nicht. Aber es ist ein geil. Schmeckt mir. Schmeckt mir richtig gut. Fein, fein. Ich sehe die Zahl schon, ich werde sie gleich eintragen. Das ist für mich eine 8. Auch wenn sie wirklich, es ist super schwer zu vergleichen, fast schon unfair, ne, weil es so anders schmeckt. Ja, wir haben auch nicht alles sind die Originalsoßen, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ne? Weil ich weiß, dass es gibt von den Stokes, da hat Volker auch noch eine andere, die ein bisschen mehr Power hat. Die mag ich lieber. Deswegen würde ich der, glaube ich, eine 6 geben, auch wenn es vielleicht ein bisschen hart ist. Aber ich mochte jetzt auch gerade die Old Texas und so, sind eher so mein Geschmack. Ja, du baust ein bisschen dreckiger, ne? So Dr. Pepper muss schon. Ich merke das schon. Extrem, ist ein bisschen wie Kloppen und Auspeitschen dann. Danach in den Arm nehmen. Ja. Dr. Pepper ist so das in den Arm nehmen. Ja, Dr. Pepper ist eigentlich so der erste Schlag in die Fresse. Das in den Arm nehmen ist dann die Mayonnaise, die du danach alternativ nimmst. Das ist dann eher so der Zuckerbrick, den du reinkriegst. Nicht besonders. Warte mal, ich bin noch in der richtigen. Nicht sehr rauchig, ne? Nee, absolut. Also schräg nicht. Runter. Ne? Ich hätte auch schräg runter gesagt, aber das ist, weil das Tomatenaroma so da durchkickt, irgendwie, dass du dieses fruchtige Aroma sofort merkst. Und dass da auch keine Rauchigkeit so richtig durchkommt. Aber schon geil. Aber die Textur ist auch, wie gesagt, ein bisschen schmieriger, so öliger, aber sehr konsistent auch. Ja. Komm, wir ziehen jetzt hier knallhart durch. Wir müssen uns leider ein bisschen sputen. Wir müssen es ein bisschen sputen. Ich habe noch, wie gesagt, ich darf das nicht vergessen, dich als letztes, wenn wir fertig sind damit, deine Geschmacksnerven komplett auf Null zu setzen, dann ist was. Okay, bin ich gespannt. Painmaker. Habe ich aber auch schon mal gesehen. Mhm. Wahrscheinlich bewusst aus so einem Schnapsflaschending, dass man das so heimlich rauszieht, wenn man sagt, hier, du willst Barbie, komm mal. Das ist halt schlecht, wenn du betrunken bist und dann die falsche Tasche greifst. Ne? Ach, wann war ich das letzte Mal betrunken? In meinem Alter. Ich war am Wochenende, hatte ich mein Grundschultreffen. Ich bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, das sagt einiges. Obwohl Fahrradfahren betrunken ja auch nicht geht. Also es war bei dir? Ja. Ja, aber da, wo du wohnst, muss man ja auch sagen, da gefährdest du ja wirklich nur dich. Ne? Nein, nicht. Also das war auch so, dass ich noch Fahrrad fahren konnte. Das war jetzt nicht so, dass ich in der nächsten Hecke lande wie früher. Wo man dann morgens aufwacht und denkt, oh Gott, ey, was ist das? Oh, Straßenlärm. Ich bin gar nicht zu Hause. Boah, die ist aber, guck dir mal bitte die Farbe an. Aber sie ist super dunkel, aber sie subst das Wasser schon weg. Ja, ne? Du siehst am Rand schon, dass sich das so wirklich wie so ein Regenbogeneffekt, so verschiedene Farbnuancen da so durchgeht. Und siehst, oh ja, das sieht aber, oh ja. Painmaker klingt für mich so ein bisschen nach Kirmes. Ja, natürlich. Das ist für mich so ein bisschen so dieser, ja, wir haben einen super Marketing-Gag. Es müsste draufstehen, Vorsicht nur für Erwachsene. Ja. Oder trau dich. Oder irgendwie sowas. Das ist das Klassische, wenn du irgendwie an die Currybude da gehst, ne, und dann packt er das da irgendwie mit Handschuhen und mit so einem kleinen Pinsel dann irgendwie drauf, da ein bisschen. Und dann mit irgendwie 500.000 Scoville und du bist dann der Nächste, der dann unterm Tresen liegt. Aber hier ist auch zum Beispiel Rough and Horny Style. Also du siehst schon, welche Klientel das anspricht. Ja, die wollen so eine, aber das ist so die Klischee-Rockstar-Klientel. Ich hätte jetzt auch gedacht, das magst du deswegen so gerne und das wird dann zusammen mit deiner Kutte geliefert. Ja, aber das ist mir zu billig. Also immer so anbiedernd. Dieses Anbiedern, man glaubt, was die Leute, da muss irgendwo noch irgendwie, keine Ahnung, noch ein Pentagramm drauf sein, dann werden alle Metal-Leute zu geschlagen oder so. Das ist mir zu billig, so billig kriegst du. Mich wundert das ein bisschen, dass es noch keine so die Barbecue-Gamer-Soße gibt, um eine möglichst große Zielgruppe abzufischen oder sowas. Aber habt ihr nicht eure eigene Barbecue-Soße? Nee, leider noch nicht, aber es ist an der Zeit. Da sehe ich auf jeden Fall, dass einige da nicht reinkommen. Kommt drauf an, je nachdem. Wir wollen ja auch Abverkäufe im anbiedernden Segment natürlich haben. Ja, hast du auf jeden Fall die Dr. Pepper eher so Kindergarten und junge Zielgruppe. Jetzt bin ich mal gespannt. Also mir gefällt auch hier die Textur eigentlich wieder ganz gut. Ein bisschen Kaffeeprott meets, so ein bisschen Pflaumenmus, so
Pflaumenmus-Marmelade. Das ist auch wie der amerikanische Biker-Traum von Freiheit. Ja, sowas, das ist halt so, das brauchst du. Da hast du auch schon leicht den Kotze-Geschmack im Mund. Bis initial ist sie süß. Oh Gott, die ist aber eigentlich ganz schön scharf. Dann ist sie aber wirklich auch nur scharf. Und in der Mitte. Oh Gott. Sorry. Ich brauche mal einen anderen Löffel, glaube ich. Kann die echt nichts mehr. Die ist doch nur süß am Anfang und dann scharf. Ja. Und in der Mitte, das, wo Geschmack sein sollte, da haben sie gesagt, ich komme später. Und haben vergessen, dass später jetzt war. Ja, den muss ich mal entsorgen, leider. Eieiei, nee, ey. Das war ein. Ich würde nicht sagen, eine glatte 6, aber das war nichts. Was ist. Nee, das ist. Ja, es ist ein Gag. Also, du hast gesagt, das ist so kirmesmäßig. Ja, genau. So, oh, ich lustig. Und die ist voll scharf. Ja. Und deswegen, ich will jetzt noch einmal, gib mir einmal ein Brot. So ehrlich will ich jetzt schon sein. Ich behaupte nämlich, außer der Schärfe wird da nichts. Ja, aber ey, auch Moonshine-Whisky. Was soll denn das für ein Moonshine-Whisky da? Also, ich schmecke da kein Whisky raus. Ich schmecke nur scharf. Aber dieses unangenehm scharf, was keine. Kein Geschmack so richtig hat, einfach nur scharf. Genau. Es hat irgendwie so der ganze Grundgeschmack. Das ist wie ein. Du hast super viele Höhen, das ist das Süße, Gitarrenverstärker-Analogie. Am Anfang, ne? Und du hast auch viel Bass, das ist die Schärfe, aber die Mitten. So das, was eigentlich so den breiten Teppich macht. Nee, ich bin raus. Finde ich nicht gut. Finde ich gut. Ja, das ist irgendwie eher für Leute, die dann bei Metallica auch vor der Bassbox vorne einschlafen. So, die essen sowas dann. Eieieiei. Vollkatastrophe. Ich schäme mich, die mitgebracht zu haben. Das war. Hast du die mitgebracht? Ja. Ja, schäm dich. Ich weiß nicht, habe ich im Schrank gefunden. Wie viel hast du denn mitgebracht? Kommen die alle von dir? Nee. Ich habe ein paar noch eingekauft, weil ich eh dabei war, die einzukaufen und so. Die hatte ich noch zu Hause und eine andere hatte ich auch noch zu Hause und die Stubs halt. Mal noch mal kurz einmal hier den. Also, das ist jetzt einfach nicht. Nee, ist auch eher so semi unten. Ja, semi unten, genau. Also, die schmeckt da einfach nicht. Puh, da gebe ich jetzt mal eine 3. Ernsthaft? Ja, weil ich meine, ich mag ja scharf. So ist es jetzt nicht. Und 3 von 10 ist nicht gut. Das ist klar unterdurchschnittlich. Also, da würde ich sagen, ich gebe dir eine 1 von 10. Oh, ja, oh gut, dann sind wir ja. Also, das ist wirklich ganz, ganz weit unter den anderen. Den anderen würde ich noch attestieren, dass die versuchen, eine Barbecue-Soße zu sein. Aber das ist so. Ich verstehe schon, was du meinst. Ich tue mich auch ein bisschen schwer. Boah, nee, ey, ja, das stimmt eigentlich. Mit Blick darauf, dass wir hier Barbecue-Soßen verkosten. Und ich mit der Klammer ja auch schon bei Red Bull und bei der. Ich gebe mir 2. Aber das ist okay. Also. Aber 2 ist nun wirklich kein. Das ist jetzt keine Kaufempfehlung, ne? Nee, vor allem, die ist ja relativ teuer dann auch noch. Im das ist sie, ja. Also, ne, ist in der so Middle Range. Sweet Baby Ray's. Hier hat man auch wieder gesagt, das Design hat der Großvater mal gemacht vor 80 Jahren und seitdem hat sich nichts dran geändert. Ja. Und ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Das ist so eine Soße, die du wahrscheinlich, wenn du Leute fragst oder jetzt auch bei dir das Ergebnis war, dass die ganz oft genannt wird. Ja. Zusammen mit der Stubs, würde ich sagen. Also das ist die wirklich, die bei uns auch am ehesten verfügbar ist, die man kaufen kann. Mhm. In ganz vielen verschiedenen Varianten. Die habe ich auch das erste Mal, glaube ich, bei Volker irgendwie gegessen, weil der die irgendwie dann in engen Importladen irgendwie gefunden hatte, noch vor 10.000 Jahren. Und ich bin aber der Meinung, dass die am leckersten war, dass irgendwann mal eine mit Blueberry oder so gab und die mochten wir gern. Aber die habe ich jetzt nicht gefunden. Also, das ist die normale dann davon. Laut deutscher Beschreibung auch wieder überklebt. Barbecue-Soße mit einer rauchigen und pfeffrigen Note. Aber sieht so simpel aus, man hat es nicht nötig hier, ne? Weil das Design ist schon so, heute würde man es nicht mehr rausbringen. Aber wenn das etabliert ist, erkennst du es sofort. Die kommt oldschool um die Ecke, so wie, das ist halt deren IP dann auch schon, die das dann ausmacht. So ein bisschen Understatement auf der Flasche. Riecht auf jeden Fall so, dass man möchte, man hat Bock auf ein zweites Date. Ne? Also der Recall. So, dass man sagt, ja, okay. Ich glaube, ich muss mal mit deiner Frau reden. Ja, ach so, soßentechnisch da. Da darf ich schon den Ton angeben. Ja, guck, die ist auch sehr, sehr dunkel. Oh, die glänzt aber ganz schön so im Licht. Siehst du das so drauf? Ja. Von der Konsistenz ist sie, könnte mir ein bisschen. Geht aber auch schon ein bisschen Wasser. Aber das muss ja nicht schlimm sein. Wir haben ja schon festgestellt, dass das vermeintliche Qualitätsmerkmal
dieser Verwasserung vielleicht gar nicht so relevant ist. Zumindest nicht, weil wir für uns, weil wir primär ja auf den Geschmack setzen wollen. Oh, wir sind fast durch. Wir schaffen das noch. Wir schaffen das, natürlich schaffen wir das. Oh. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Ist schon soweit bei euch? Ja. Echt? Es ist schon soweit. So, da bin ich mal gespannt. Riecht nicht aufdringlich, riecht wirklich so. Mhm. Du machst, also du kommst zu Besuch, die Tür zum Haus wird dir geöffnet, es gibt ja mal, dass du sofort so ein, oh, wollen wir nicht im Garten spielen? Geruch entgegenschlägt. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber hier sagst du, gehst du rein, ne? Ist okay. Süß. Mhm. Hat aber auch so einen schönen Essig irgendwie Note drin, was säuerliches. Konsistenz ist echt auch klebrig. Ja. Ja. Hm, hat wieder dieses Gefühl von, ich habe gerade eine geraucht. Hm. Also die Rauchigkeit. Aber die kommt auch eher so. Die kommt wie so ein trojanisches Pferd mit die Rauchigkeit. Mhm. Kommt so hinten durch, ne? Mhm. Ich finde lustigerweise, also die sind jetzt wahrscheinlich, wenn man die nebeneinander testen würde nochmal, wenn die nicht identisch, aber ich würde die eher so in die Kategorie von der Bullseye. Also ich würde sagen, das Bullseye, unser Gegenpol dazu ist zu der amerikanischen Sweet Baby Ray. Ja. Die aber noch ein bisschen gefälliger ist. Ich muss sagen, dass sie gibt mir noch mal ein Stück Brot. Bitte. Klar. Achso, darf ich das so bereiten? Sie ist mir ein bisschen zu. Mir ist sie ein bisschen zu süß. Zu süß? Ja. Okay. Also ich werde jetzt mal mit dem Brottest das verifizieren. Diesen ersten Eindruck. Die ist nicht ganz so scharf, das stimmt. Da hatten wir auch die Original. Mhm. Ist mir ein Ticken zu süß. Ist wahrscheinlich auch wieder Fructose, hier Kornsirup da drin. Bisschen. Einmal, ja, klar. Das macht den Unterschied, glaube ich, auch viel aus. Mhm. Ja, ist mir ein Tacken. Also, schmeckt gut. Auch eine leichte Schärfe. Rauchigkeit kommt. Aber ist mir ein bisschen zu süß. Mhm. Das wird sich nicht. Das ist weit weg davon entfernt, eine Enttäuschung oder gar ein Desaster zu sein. Aber für meinen persönlichen Geschmack. Mhm. 5,49. Irgendwann merke ich mir, welcher Stift so geil schreibt. Oh, ja gut. Das ist mit ganz oben, ne? Mhm. Rauchigkeit ja auch so. Medium schräg, irgendwie so, ne? Ja. Würde ich sagen, aber wir müssen uns ja entscheiden. Aber wenn ich jetzt. Ja, so medium schräg. Ja. Also da war die Ranchers, glaube ich, schon. Mehr. Mehr, ne? Mhm. Müssen wir dann medium bleiben, oder? Ja. Ja, hier ist eine 7. Ich gehe hier einen. Das ist auch ein bisschen schade, weil, wie gesagt, ich empfehle die auch immer ganz gerne, aber das hängt sehr davon ab, weil es unterschiedliche Sorten davon gibt. Mhm. Ja. Dass die auch eine größere Bandbreite sozusagen haben. Jetzt bin ich super gespannt. Jetzt kommen wir nämlich zur letzten Blues Hog Original Barbecue Sauce. Mit den. Hier, jetzt wisst ihr auch warum, weil da eine. Also sind Blues spielende Schweine auf dem Etikett zu sehen. Deswegen auch der Name Blues Hog. Hm. Joa, sieht aber auch eher aus wie so ein. Holst du im Touristenshop mit, oder? Ja, also wie gesagt, die hat ein Freund von mir gegeben. Ich habe die auch, glaube ich, wirklich noch nie vorher gegessen. Guck dir mal das an. Sehr flüssig, hat er, glaube ich, so Marinade-Dingsen auch schon so Konsistenz. Und er hat die mir gegeben, weil er mit Fructose, wie gesagt, nicht so viel anfangen kann. Und deswegen, ja. Blues Hog Original Barbecue Sauce is sweet mixed with just the right amount of heat. Ja, probieren wir mal, ne? Aber ich glaube, wie du schon sagtest, die scheint eher. Weil es ist ja schon so ein Glas, wo du eher mit dem Pinsel rein möchtest. Wo du es ja schon ein bisschen schwierig hast. Was? War das Bilder beim Kopf. Pinsel? Wer sagt denn noch Pinsel? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich pack das mal zur Seite. Pinsel. Echt so. 80er Jahre übersetzte Jugendfilme, wo so Jugend spricht ja überhaupt nicht mehr. Wenn du sowas wie Porky's oder so nochmal guckst. Oh! Das schreit aber echt Marinade, ne? Ja, aber oh, ja, jetzt kann man es natürlich volles gerade so umkippen. Also dir wurde das empfohlen als Also Christian hat die geholt, weil er die auch gefunden hat. Ich hatte es online auch schon ganz oft den Namen gesehen. Also es ist dann eher sowas für. Ich hätte jetzt mal gesagt, eher so eine Kenner-Barbecue-Soße, aber
wie gesagt, selber noch nicht damit gearbeitet. Sie sieht sehr, sehr dünnflüssig aus. Aber was ich erzählt habe, dass gerade so Barbecue-Soßen in amerikanischen Dingsen oftmals eher diese Konsistenz haben, als die, die wir jetzt so als, als gut empfunden haben. Mhm. Da wird wahrscheinlich jeder mit den Augen rollen. Ich geh mal hier direkt dran. Ja, hau rein. Mhm. Gott. Mhm. Was die Flüssigkeit. Die ist aber geil. Die ist echt geil. Mm. Ich glaube, wirklich als Marinade wahrscheinlich super gut. Weil die so was glasieren, das schon im Geschmack mitbringt. Oh, die ist lecker. Die ist lecker, ne? Also Pfeffer ist da auf jeden Fall. Kommt durch, aber nicht zu scharf. Die ist echt, die ist echt geil, ne? Schon wieder so eine geile. Oh, ich muss doch mal, einmal. Brot oder? Ja, ja, komm, geh. Schmeiß mal kurz ein bisschen was drüber. Die ist echt jetzt auch eine sehr große Überraschung. Also, man hat vorher so Lorbeeren gehabt, schon online und in Grillsportforum. Und die, glaube ich, auch relativ hoch gehandelt. Mm. Da hast du ja manchmal auch so die Sachen, die du nirgendwo kaufen kannst, werden immer angepriesen, bis der Arzt kommt. Und in Wahrheit ist es dann immer nur so, ja, ja, ne? So ein typisches. Weil du weißt, niemand kann es verifizieren, weil du der einzige Mensch bist, der ist mal irgendwo. Oh, die ist richtig geil. Das ist geil, ne? Oh, scheiße. Mm. Und das, nachdem wir jetzt alle Sachen noch verköstigt haben, dass dann noch da was durchkommt, mm-hmm, dass überhaupt noch Platz sozusagen ist. Absolut. Da habe ich schon ganz andere Sendungen hier gemacht. Wo ich einfach nach der Hälfte der Zeit dachte, ich will nur noch nach Hause. Man muss alles zusammennehmen, was man an Professionalität noch im Körper hat, sozusagen. Oh, das doch, ja. Ey, die ist aber richtig geil. Auch wieder so eine Spezialart. Mhm. Ich muss aber sagen, jetzt im Verhältnis würde ich jetzt fast meinen 7er Bullseye auf eine 6 runter reduzieren. Ich finde, die läuft in dem Spektrum gut mit. So. Ja, das, weil sie halt so archetypisch schmeckt, ne? Hm. Aber diese hier ist mal, das ist für mich jetzt hier eine 9. Hau ich mal raus. Für mich auch. Die ist geil. Also die andere zählt ja nicht. Ich hatte mal einmal die 10 gesetzt hier, ne? Die riecht nicht so rauchig. So. Nee, aber die ist wirklich so. Da kannst du einfach alles Mögliche reindippen, auch einfach. Ja, auch schon so gesunde Sachen, ne? Mm. Gurke, Radieschen, einfach alles Barbecue. Absolut. Make it Irish. 7,95 ist richtig kostspielig. Online habe ich die gesehen für 16 Euro, wo ich auch dachte, ach du meine. Hast du die geholt im Großmarkt? Nee, also, nee, die hat. Eieieiei. Die Christian mir gegeben. Jetzt pass mal auf. Hat einen Grund, ne? Weil die so lecker ist, ne? Oh, fick die Henne. 61. Ich hoffe, da hat sich jemand verschrieben. Eieiei. Oh, scheiße, die schmeckt echt richtig gut. Hm? Ja, gar keine Werte drauf. Durch die Skala durch. Ah, ne, doch, da. Das sind auch einfach nur 16. Das wär jetzt doch. Oh. Mm-mm. Ist doch 61, ist richtig. Ist nicht besonders rauchig, ne? Da würde ich den Fall nach unten eher schräg runter. Oh Hammer! Aber die ist echt geil. Und wenn mich jetzt mein rechnerisches Gedächtnis nicht trügt, haben wir mit einer 18. Ich mach mal nur so die Ausreißer. Hier mit einer 16. Bei allem anderen kann man es ja schon noch leichter antizipieren. Höher wird's auf dieser Tafel nicht. Hier haben wir eine 14. Mhm. Und da haben wir natürlich fairerweise, gut, haben wir auch eine 14. Und dafür werden uns alle hassen, weil die so teuer ist und dann von beiden so gut bewertet. Das ist, ja, gut, dass der Preis vorher nicht drauf stand, weil davon habe ich mich, auch der Zuckergehalt nicht. Ich habe es gerade erst gesehen, als ich es aufgeschrieben habe. Wir haben ja schon gemerkt, dass er sehr, sehr klebrig süß ist halt. Ja, 14, die zählt nicht, 18. Und hier haben wir die 17, also wirklich ganz knapp. Was ist unser Fazit? Ich glaube, relativ leicht zusammengefasst. Wir haben hier eine Soße, die wir beide nicht kannten, die aber auch unter ferner Liefen läuft, deswegen einfach auch geklammert sein muss. Ich bin immer noch dabei, aber vielleicht auch nur, weil ich sie am prägnantesten im Geschmack habe, dass diese Bullseye sehr so einen archetypischen Geschmack hat. Sind wir aber, also ich bin damit fein. Also ganz ehrlich, muss ich auch sagen, das ist auch wirklich für Leute, die zum ersten Mal Barbecue oder was eine Barbecue-Soße ausmacht, da sind sie da auf jeden Fall auf einem guten Level. Ja. Schmeckt sehr stark. Aber hat so diesen ja, genau, diesen. Die hält halt gegen alles gegen auch so, ne? Ja. Genau. Und wie du schon sagtest, alle anderen sagen so, ich biege mal hier ab, ich bin da auf der Fancy-Straße, ich probiere das. Die bleibt einfach auf der Hauptstraße und sagt, ne, ich bin halt eine Barbecue-Soße, macht ihr euren Scheiß.
Ja. So, und ich mach meinen. Die australische, richtig gut weggekommen mit 17. Also nur, weil sie mir mit einer, du hast die neuen, eine deiner mitgebrachten Favoriten, ja, hat sich hier nochmal bestärkt. Super, super lecker. Schön stückig, vor allem war die Variante richtig schön scharf. Mhm. Wenn man spicy mag, sollte man hier zuschlagen. Old Texas war auch sehr, sehr gut mit diesem sehr, sehr starken Chipotle-Geschmack. Mhm. Die Sonoma Ranchers. Auch echt überraschend für mich. Also die hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Also wie gesagt, ich habe die nicht wieder gekauft, aber die wird jetzt auf jeden Fall bei mir auch eher einziehen als eine Sweet Baby Ray's. Ja. Ja, die hat bei mir ja nicht ganz so den Erwartungen vielleicht entsprochen. Aber es ist auch nicht schlimm. Und Stokes scheint ja zum Beispiel auch noch, da hattest du ja eine relativ hohe Wertung gegeben, weil bei mir ist mäßig halt zu so tomatig einfach. Ja, genau, das muss man mögen, exakt. Und das kann ich auch verstehen, aber das ist das Schöne, dass die Unterschiede so klar sind. Nicht, also wir haben jetzt nicht so große Ausreißer, dass einer sagt so, nee, absoluter Rotz und der andere sagt ja, dann. Das haben wir nicht, nee, das stimmt. Wir sind schon, gehen in einer Straße, gehen wir beide spazieren und können ab und zu mal. Das haben wir getan, ey. Auf die, können wir abbiegen. Das ist wirklich, also, nochmal fürs Protokoll, die teuerste und zuckerhaltigste und am schlechtesten zu verteilende oder zu portionierende Soße. Also da musst du auf jeden Fall einen Haufen Taschentücher mit dabei haben und den Tisch einsauen und alles. Aber also wer, ich denke mal, du würdest die gerne mitnehmen heute, was ich absolut nachvollziehen kann. Du kannst sie auch mitnehmen. Nee, ich nehm ruhig mit da. Ich muss eh abnehmen. Ich wollte Gino schon anrufen. Aber hier, guck mal, was ist hier noch, damit wir ja kurz das noch, bevor wir es abschließen. Geil. Weil wir immer davon reden, von dem Rauchkram und so. Ja. Und der entsteht natürlich dann auch bei der Kohleherstellung und so. Und damit du es mal pur siehst irgendwie. Und das habe ich halt am Pulled Pork, wenn ich das nicht im Smoker gemacht habe, habe ich davon ein paar Tropfen rangemacht. Das ist super extrem, das Zeug. Das ist flüssiges Raucharoma. Flüssiges Raucharoma ist das. Ist ja abgefahren. Und das ist, musst du es einmal kurz dran riechen, dann musst du es mal probieren. Das ist jetzt so der Gag, ne? So, ja, ja. Die Touristen kommen, die Kamerateams sind schon da. Ja. Rauche ich, ja, ja, genau. So, wenn du die Jacke damit ein, du sagst dir, Schatz, natürlich war ich beim Osterfeuer. Ich war doch nicht bei der Nachbarin, das war meine Jacke. Du bist irgendwie eingeschlafen am Osterfeuer, wachst nächsten Tag auf und du kannst es irgendwie 10-mal deine Klamotten waschen, das riecht immer noch Rauch. Ja. Ich würde dir eigentlich eher empfehlen, ein bisschen was auf den Finger zu tropfen, aber wenn du den Löffel nehmen willst, wie man. Nee, ich wollte ja, das, ein Löffel ist für mich ja nicht gleich ein Zeichen für die Masse, die ich drauf tröpfe. Aber ist das dann. Das ist aber legitim, oder ist das dann schon das so? Das ist das, was in den ganzen Soßen auch drin ist. Entweder Rauchsalz. Da ist immer das Problem, dass du halt immer Salz mit dazu fügst, halt noch zu dem. Und dieses Rauch. Ein Tropfen wirklich nur, ne? Nee, ich habe einen Tropfen. Ja, ja. Alter! Das schmeckt ja ganz anders, als es riecht. Aber wenn du es in Soße reinmachst und so, das, wenn du jetzt einen Ketchup hast, einen ganz normalen, Wirst du von ein Tropfen, zwei Tropfen reinmachen, das durchrühren, denkst du echt, du bist im Barbecue-Himmel. Das ist ja geil. Ja, geil, weiß ich nicht. Also ich habe davon eine Flasche zu Hause und ich glaube, hier ist auch das Haltbarkeitsdatum schon längst überschritten, was nicht so schlimm ist bei Raucharoma. Aber ey, ich weiß nicht, in wie viel Generationen du das weitergeben musst, damit die leer ist. Auf jeden Fall steht hier drauf, Gebrauchshinweise. Bei Gebrauch Handschuhe tragen. Ohne Scheiß. Produkt nicht mit Kleidung in Berühren bringen, es verursacht Flecken. Alter Verwalter, schmeckt ganz anders. Hat so eine, boah. Aber irgendwie geil. Satisfaction guaranteed. Gut. Da haben wir doch einiges gelernt. Ich vor allem, worauf ich beim nächsten Einkauf achten sollte. Jetzt weißt du auf jeden Fall, welche Soßen du in den Einkaufswagen reinpacken sollst. Ja. Und wo deine Frau, wo du möglichst dann mit dem Rotstift schon den Zuckergehalt irgendwie durchstreichst, bevor es in den Kühlschrank kommt. Ach, diese Schweinesoße am Schluss, die aber echt. Gut. Überleg mal, da ist mehr Zucker drin als in irgendwelchen süßen Sachen. Da kannst du eher Schokolade dir flüssig ist krass, ne? Eingeben. Über 60 Gramm Zucker auf 100 Gramm Soße. Das ist echt eine ganze Menge. Ach, sind wir gar nicht dazu gekommen, das Pulled Pork zu essen. Er muss es wohl mitnehmen, oder? Ja, vielen Dank für das Gastgeschenk. Ja, vielleicht hat euch das ja auch inspiriert, mal zuzuschlagen. Postet gerne in die Kommentare, welche Soßen denn eurer Meinung nach gefehlt haben, wo wir vielleicht gefehlt haben. Oder wo ihr sagt, stimmt, geil, hier habe ich mich inspirieren lassen. Marc, vielen, vielen Dank. Ich habe viel gelernt, ich habe viel ausprobiert. Du hast tolle Sachen mitgebracht. Und ja, wir beide haben uns geschmackstechnisch noch mal neu, was heißt neu, präzisiert ausgerichtet beim nächsten Grillfest. Möglicherweise die ein oder andere Soße auf dem Tisch. Ja, würde ich mich freuen, wenn du dann bei mir mal vorbeikommst. Sehr, sehr gerne. Und nicht nur den Yorker Fleischautomaten dann besuchst. Ja, da habe ich jetzt ja das Raucharoma. Also, in diesem Sinne, macht es gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.